40.000. Und ich weiß, wofür die steht. Wir sind hier zu dritt, Steffen, Simon und ich. Schauen jetzt rein in Warhammer 40k Space Marines 2. Ihr Lieben, willkommen hier im Stream bei Rocket Beans TV. Ja, ihr habt's gehört, wir spielen Space Marines 2 und ich habe mich schon so ein bisschen geoutet als, ja, ich weiß eigentlich relativ wenig über Warhammer. Ich weiß, es gibt dieses 40k, das ist so mit Space und so, da gibt's aber noch irgendwas ohne Zahl, das ist mit Fantasy. Ja, aber das ist jetzt egal. Haben die miteinander zu tun? Ich hoffe, wir klären das während des letzten Endes. Dasselbe Universum, verschiedene Zeiten. Oder? Das ist 40.000 Jahre in der Zukunft. Der Steffen kann es wahrscheinlich besser erklären. Mega. Guck mal, dann habe ich jetzt schon meine erste Antwort. Stimmt nicht ganz, ne? Es ist schwierig, es ist ein schwieriges Thema. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Aber es gibt Orks in beidem. Das finde ich okay. Das verbindet sie auf jeden Fall. Aber wir sind Menschen. Naja, Nein, wir sind natürlich Space Marines. Wollte ich ja sagen, das sind doch keine Menschen. Als Menschen. Okay, wir sind so Muskeltrotze mit in menschlichen Körpern, die aber bei den Space Marines arbeiten. Du bist mehr so ein Frankenstein-Monster aus den dicksten Körperteilen, die man finden konnte, auf der Basis von einem Skelett. Ich habe, Steffen, es gibt ja diese Roboterwesen auch noch, die so ein bisschen Fleisch drüber haben, so ein bisschen wie Terminator. Was unterscheidet denn die noch von denen, muss ich echt fragen? Oh, also, weil das ist Vorsicht. Doch eigentlich dasselbe. Ja. Es ist mehr oder weniger, die einen haben ein bisschen mehr Fleisch und die anderen haben noch ein bisschen mehr Terminator. Schaltet kurz Space mal aufs Bild, dass man das sehen kann. Die Space Marines sind natürlich die Helden der Menschheit, die Engel des Imperators. Sie stammen in der Genfolge mehr oder weniger direkt vom Imperator selbst ab, sind deswegen besonders stark, besonders muskulös und wurden noch aufgepumpt mit richtig Anabolika. Da wurde alles reingeballert, was irgendwie ging. Die Skelette wurden mit Adamantium oder mit einem speziellen Material überlagert. Und diese kleinen Servitoren, die überall rumhängen, die da... Welche? Servitoren? Das sind diese anderen kleinen Fleischklöpse hier. Das sind quasi Menschen, die irgendwas Schlimmes gemacht haben, irgendwie Verbrecher. Ja, die haben es auch verdient, genau. Die wurden dann zu so Art Drohnen gemacht. Die haben dann eine Lobotomie bekommen und wurden zu so menschlichen Drohnen gemacht. Genau, das ist der große Unterschied. Einfach nur noch so ein Bioprozessor, genau. Aber, genau, richtig. Nur, ich meine, wir sind ja jetzt auch ganz besonders. Also es ist ja nicht jeder Mensch ist in diesem Universum so cool wie wir, oder? Also da gibt es ja auch sowas wie Beamte, so Steuerbeamter oder eine Politesse, wenn das Weltraumschiff verparkt ist, so wie hier jetzt vielleicht. Gut. Nein, wir parken natürlich vollkommen richtig. Wir parken im Namen des Beraters, wir dürfen überall parken. Wir dürfen überall parken. Frei parken im gesamten Universum. Stellt euch das mal ganz vor. Genau. Ganz genau. So, aber dann würde ich sagen, wir können ja noch über die Lore ein bisschen währenddessen reden. Springen wir mal direkt rein, oder? Oh, wir spielen, würde ich sagen, die Story mal ein bisschen an. Wir können später aber auch in diese Einzelmissionen reinspringen. Ich meine, wir haben alle drei ein bisschen gespielt. Ich glaube, Walle, du hast es bisher am wenigsten gespielt. Ich habe nur dieses Tutorial-Intro halt gespielt, genau. Ja, dann können wir mal gucken, wie wir nachher Bock haben. Es gibt zwei Koop-Modi. Es gibt quasi hier den Story-Mode, den man spielen kann. Es gibt noch einen anderen Einzelmissionsmodus, wo man auch seinen eigenen Space Marine zusammen basteln kann. Und dann gibt es noch einen PvP-Modus. Aber dadurch, dass wir Cross-Base spielen, können wir nur die Koop-Modi spielen. Aber das wird gut. Ich habe auch lange auf sowas gewartet. Ich mochte, seit Halo mochte ich den Koop-Modus dann vor allen Dingen. Gibt es ja eigentlich einen Splitscreen? Ist wahrscheinlich nicht möglich, ne? Theoretisch. Das glaube ich nicht, ne. Wäre aber perfekt, weil das ist genau das Spiel, so wie auch Gears of War. Einfach ein Spiel, wo du zusammen Koop einfach mal eine schöne Story wieder spielen kannst. Ich vermisse das sehr. Das geht ein bisschen unter in diesem Multiplayer- Versum. Aber wenn es dann mal da ist, merkt man auch, was man vermisst hat. Ich mache das voll gerne mit euch. Mhm. Total, total, ich auch. Und es ist maximal drei nur. Das könnte man vielleicht sagen. Es sind nicht vier, sondern wirklich nur drei. Vier ist ja eigentlich so der Klassiker. Ja, deswegen ist es auch so komisch, dass es dann nur drei sind. Wirklich. Aber überhaupt gebe ich dir recht, es gibt es eigentlich zu selten, diese Koop-Spiele, wo man einfach nur Horden von Aliens kaputt macht. Das hat ja auch relativ, das sind ja low-hanging fruits, weißt du? Das ist ja nicht super kompliziert, sondern ich glaube, du kannst auch mit jemandem, der das Franchise nicht kennt, der bei dir zu Gast ist, gut, gäbe Splitscreen, dann könntest du halt sofort reinspringen, so wie es eben bei Gears auch war. Da musstest du ja nicht der Gears-Experte sein, um da mitspielen zu können. Und das finde ich echt schön gemacht, auch bei dem Spiel. Es hat wirklich auch ein paar Parallelen. Auf jeden Fall, genau. Also das heißt, wir nehmen jetzt diesen NPC Charion, oder wie der heißt, mit. Okay, dann machen wir einfach. Und vielleicht komme ich ja noch dazu, wenn nicht, dann ist es halt so. Ich weiß nur gerade nicht, hast du schon bestätigt? Ja. Okay, aber weil du wahrscheinlich gerade in der Warteschlange warst, Steffen, ist zumindest niemand anderes reingejoint, was auch witzig gewesen wäre, natürlich, wenn einfach auch jeden random dabei wäre, fände ich auch lustig. Klar, die Leute aus unserer Community sind auch vernünftig, die haben bestimmt Lust.
Sag mal, kannst du mir sagen, woran, also was diese Ketten bedeuten? Weil der Hauptcharakter hat diese Ketten ja, der hat ja auch diese vier Schüsse im Kopf. Ich nehme sogar an, das hat jetzt auch mit dem ersten Teil zu tun, den ich nur so rudimentär noch kenne. Vielleicht, ja. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Sind das irgendwelche, weil das links, diese Kette wirkt auf mich schon wie so was Religiöses, irgendwas Wichtiges. Da bin ich gar nicht hundertprozentig sicher, um ganz ehrlich zu sein, weil... Oh, die habe ich, Entschuldigung, das ist ein Art-Ding, merke ich gerade. Das hat gar nicht jeder, ne? Ich bin bei euch drin. Was? Hallo. Cool, das hat geklappt. Okay, das ist gut. Ich glaube, die kennen sie tatsächlich einfach Deko. Okay, ich hätte jetzt gedacht, weil da ist so ein Schlüssel dran, so ein Symbol. Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, ob da auch was dahinter steckt. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich einfach Deko. Die Totenköpfe sind halt so die typischen Symbole aus dem Warhammer-Universum. Der Ketten Chat weiß sagt, das ist die Inquisitionskette aus der Deathwatch, genau, weil der Charakter nach dem Ende von 1 fängt er eben in 2 in der Deathwatch an. Ja. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Space Marines nicht ganz so gut aus, weil ich im Tabletop nicht Space Marines spiele. Stand über mich, ich weiß. Ich spiele Tau. Die gibt's hier tatsächlich nicht. Also sind die hier irrelevant. Aber dementsprechend kenne ich mich mit Space Marines nicht so gut aus. Ach so, so. Mit was kann man die vergleichen? Ja, das sind Anime Space Aliens in großen Mechs. aber das schöne ist eine Beschreibung. Die würde ich auch spielen. Die sind geil. Ich weiß nicht, ob ihr noch das alte Fire Warrior kennt, dieses uralt Shooter-Spiel. Da hat man tatsächlich einen Tau gespielt. Ja. Nee, kenne ich nicht. Aber. Also wirklich, ist aber wirklich sehr alt. Ja. Das Spiel sieht übrigens auch sehr gut aus, muss ich sagen. Die ganzen Effekte hier, die machen diesen Krieg erstmal so richtig beeindruckend. Absolut, was hier abgeht. Ja. Also optisch bin ich eigentlich nur mit den Charaktergesichtern nicht so hundertprozentig zufrieden. Die finde ich ein bisschen. Also die sehen. Jemand meinte im Chat, 2008 sehen die aus. Und irgendwie weiß ich, was damit gemeint ist. Ja. Ich sag nur die Gesichter. Alles andere ist cool, aber in den Zwischensequenzen wirkt das ein bisschen billig oder alt. Aber ansonsten ist hier richtig viel Rabatz, oder? Ist nicht so das Jahr der Gesichter. Ja, ich sag ja auch gerade eine Sache. Stimmt schon. Die sehen einfach so aus. Die haben immer dieses kernigen Gesichtsausdruck, immer dieses. Da ist nicht viel Nuance dabei. Das stimmt schon. Ganz kurz, wir müssen den Ingame-Chat muten. Man hört uns wohl doppelt. Oh, Moment, Entschuldigung. Geht mal alle in die Option. Ich hoffe, das ist ein guter Zeitpunkt, aber ich glaube, das müssen wir jetzt riskieren. Sprachchat an bei Ton. Ton. Ich hab's gerade ausgemacht. Sorry. Genau, ganz unten, glaube ich. Da. Nee, da gibt's noch Sprachchat aus, glaube ich. Aber das geht bestimmt so auch. Ich glaube, jetzt haben wir's. Ich hoffe, wir leben noch alle. Unsere Kameraden hier haben für uns übernommen. Wundervoll. Ich hoffe, lieber Chat, jetzt ist alles gut. Ja, jetzt haben wir uns, glaube ich, nicht mehr doppelt. Ja. Ah, verpisst euch! So, wo ist denn hier? Hier geht's mal ab jetzt. Hier flenke ich mal voll rein jetzt. Wo ist denn hier der Krieg? Denkt ruhig dran. Ich meine, ihr wisst es ja eh schon, ne? Die Granaten auch mehr zu nutzen. Steffen, du bist ja leider gar nicht mehr dabei. Doch, ich bin dabei. Du bist ja dabei. Stimmt, ich dachte schon, wir müssen jetzt ohne dich. Nee, ich bin nachgejoint tatsächlich. Aber die Granaten sind super, finde ich. Und dann vor allen Dingen dieses, bei mir ist es Dreieck, diesen Special Move. Den muss man auch häufig benutzen. Ich habe den nämlich immer im falschen Moment benutzt, dann war er so komplett nutzlos. An sich gut, aber richtig viel. Ja, es gibt so, bei mir ist es Dreieck, bei dir ist es Y. Ja. Da kannst du einmal, du siehst bei dir ein Kreuz jetzt gerade in der Mitte des Bildschirms unten. Und das steht für irgendein Ding, was du kannst. Das probiere ich später mal aus, weil ich weiß nicht, ob das Teil des Tutorials war oder ich habe es einfach verpasst. Nee, tatsächlich ist es so, wenn man Multiplayer spielt, haben auch alle von uns unterschiedliche von diesen Spezialfähigkeiten, weil wir unterschiedliche Klassen quasi spielen. Und wenn man, es gibt noch, wie gesagt, diese Einzelmissionen, diesen anderen Spielmodus und da kann man sich auch eine eigene Klasse zusammenbauen mit eigenen Waffen, eigenen Fähigkeiten, Jump Pack, großem Hammer als Nahkampfwaffe oder so, es ist sehr schön. Ich muss mich dringend mal heilen, ich bin fast down. Er schießt die ganze Zeit auf mich. Ich check's auch nicht von irgendwo, ich bin hier auch so ein bisschen in Deckung. Also hier vorne, die kommen irgendwie noch nicht so richtig durch, aber die kommen gleich, da links. Die formen ja immer so eine... Man kann irgendwie Gegner markieren. Ich weiß nicht mehr genau, mit welcher Taste das war. V? Nee. Wir spielen gerade beide auf dem Gamepad. Das heißt, wir haben alle andere Controls. Wo schießt der denn? Ich sehe den nicht. Ach, da. Okay. Eigentlich muss man sich immer die Großen so rauspicken, weil die halten einfach zu viel Schüsse aus. Blocken ist übrigens echt wichtig, aber... Ja, total. Aber es ist auch sehr tight, die Timings manchmal, ne? Es kommt wirklich drauf an, glaube ich, welche Figur angreift. Ich habe schon Sachen gehabt, da dachte ich, niemals hätte ich den eigentlich kriegen dürfen. Und bei denen aber ist es immer ein bisschen knapp. Generell lieber zu früh als zu spät. Ja, das stimmt. Genau. Es muss nicht perfekt sein.
So, aber jetzt probier doch immer mal, wenn ihr mal einfach sowas Blaues seht, dann einfach immer mal die Glocken drücken, weil dann kann mal so ein kleiner Ursprung kommen oder so. Genau, das ist immer so bei dem, sobald was Blaues kommt, springen die an oder schießen auch. Ich habe gerade auf unsere eigenen Leute geschossen, weil die auch so klein waren. Und rote sind nicht parierbar, wie ihr. Ja, genau, rote muss man ausweichen. Chef, du hast eben von Heilen gesprochen. Wie macht man das denn? Das habe ich noch nie gemacht. Also du kannst, wenn du so einen Finisher machst, dann heilst du deine Rüstung. Und wenn du deine Lebenspunkte heilen willst, dann unten rechts musst du so Stimpacks einsammeln. Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Also ich habe keins. Nee. Okay. Und wie hast du dich denn dann gerade geheilt? Vielleicht hat er irgendwo einen, was ich gefunden habe. Ach so, hast du gefunden, verstehe. Ja, ich habe hier auch rum. Aber irgendwo hier findet ihr. Was auf jeden Fall auch reicht, ist so ein bisschen in der Deckung warten, dann ist zumindest die Rüstung wieder da und für alles andere muss ich dann halt Damage machen. Ja, oder ich glaube, wenn halt irgendwie eine Cutscene kommt, dann wird man auch geheilt. Ach, entspannt. Dann habe ich es ja in die Cutscene geschafft. Nur für alle, die sich fragen, die Helme kann man auch einstellen. Es ist halt eher eine kleine Entscheidung, ob man die drin lassen will und sich wundern will, warum die mit offenen Helmen. Aber es ist halt irgendwie cooler jetzt für uns. Ja, ich habe bei mir die Helme angelassen, aber ohne geht's, finde ich auch. Ja, also wenn es wirklich nur eine Style-Entscheidung ist. Das stimmt, ja. Aber ich stelle sie auch bei mir mal an, weil dann kann sehen wir beides immer. Wenn sie zu dir schalten ohne Helme bei mir mit, macht ihr ruhig schon mal weiter. Vielleicht haben sie deswegen die Gesichter auch nicht so mega gut gemacht, weil sie die meisten Leute die Helme verschissen haben. Das kann ich nehme mal das Schwert. Oder will jemand von euch das Kettenschwert? Ich würde es gerne nehmen, wenn ich ehrlich bin. Bitteschön. Ich würde es gerne nehmen. So, ich habe mal Helme eingeschaltet und eine Granate verschwendet. Super. So. Kettenschwert ist natürlich die klassische Waffe des 14. Jahrtausends. Wichtig ist dabei, es gibt ja jede Waffe, hat ja so kleine Moves. Hier, die sind dann immer mit Start. Kann man die sich mal angucken? Bei mir ist das halt jetzt echt einfach R1, R1 und dann irgendwas warten, R1. Also vieles ist mit kurz warten und dann nochmal R1 drücken. Das ist wahrscheinlich genauso. Ja. Ein bisschen Timing-Ding. Aber ganz cool. Und es gibt diese Schwertenangriffe, mit denen kann man auch ein bisschen was machen, genau. Ich finde, die Kombination reicht wirklich aus. Es gibt ja auch noch den Jetpack später, mit dem kannst du dann noch so vertikale Manöver machen. Victor. Das ist ja geil. Nee, Venator. Oh, die sind so mies, die Dinger. Ich hasse die auch. So, dann gucken wir mal, ob wir das Ding kriegen. Die sehen auf jeden Fall schon mal ekelhaft. Ich versuch's mal ranzulocken. Ja. Ihr habt meinen Rücken, ja? Okay. Ihr seid definitiv hinter mir, okay? Ja klar, aber da kommen noch kleine, ne? Da kommen kleine, okay. Pass auf dich auf. Oh, jetzt werden die, glaube ich, gepusht von irgendwas? Ja, die leuchten so. Ich hab die gescannt. Ach so, das war's. Oh, da kommt dieses Schlangenvieh, glaube ich. Das ist bei dir da. Ja. Ich nenne das jetzt einfach so, wie ich es finde. Für mich sind es Zerg. Also das ist auf jeden Fall ein Einzel. Klein, meinst du? Die Kleinen und die Großen. Es gibt ja Zerg, Hydra oder wie die halt nennen. Wie heißen die bei StarCraft nochmal? Die Größen. Hydra sind die Halbgrößen. Ultralisten, Mutalisten. Ah, siehst du, genau. Das sind im Grunde sind die auch die Größen. Ach, ich hab da noch einen, okay. Nee, das ist ein normaler. Das ist ein normaler. Krieger. Ja. Oh, diese Finisher-Moves fühlen sich so die gut sind geil, an. Das ist unfassbar. Das macht einfach Laune. Sägen macht Laune. Ja, hier ist übrigens eine Lebenspunkte, wobei die brauche ich jetzt gerade am ehesten. Ne? Ach so, es hat nicht jeder seinen eigenen Loot. Also wir nehmen uns das weg quasi. Wir teilen uns das, glaube ich. Ach so, okay, das wusste ich. Also ich weiß, es ist aber echt genug da. Nee, das war eine Frage. Aber ja, ich glaube, ich habe es gerade beobachtet. Munition wurde vor meinen Augen geklaut. Ah, ich kann auch markieren. Okay, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Controller markieren könnte. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, auf der Tastatur ist es T. Denk ruhig dran, Walle, auch mal die Specials zu benutzen. Ja, habe ich eben einmal. Aktuell hast du Y, ist bei dir noch voll. Ja, aber eben. Also, ich sag's ja nur, wenn er voll ist, nutze ihn. Aber ich weiß noch nicht genau, was der macht, deswegen würde ich ihn lieber im Nahkampf nutzen, als jetzt einfach hier so random mal ausprobieren. Muss das noch ein bisschen Also meiner ist zum Beispiel halt, ich weiß, meiner ist Nahkampf, deswegen kann ich ihn jetzt kann ich ihn gleich mal nutzen. Genau, ich probiere es auch mal an, du machst gerade. Mal. Ja. Ich kümmere mich jetzt ein bisschen ins Kleinvieh. Komm her! Hey, excusez-moi? Hab ich dir den geklaut? Nee, der hat mich von hinten attackiert, das miese Schwein. Schweinerei. Wo sind denn hier noch Leute? Ach, da. Ein paar kleine sind hier noch. Ah, die können uns ja nichts anhaben. Nee, wirklich nicht. Die halten uns nur auf.
Hier, der wo ich bin, falls ihr Muni braucht, hier. Nee, doch nichts mehr. Hier ist noch Muni, wenn noch jemand braucht. Oh ja, ich brauch. Ich glaube, ich habe eben schon gelootet. Ich habe genug. Ich interagiere hier mal, ne? Oder soll ich noch auf euch warten? Warte, lass mich kurz einmal Muni nehmen, bevor jetzt irgendwas getriggert wird. Ich noch? Ja, okay, ich habe genug. Okay. Let's go. Ah, das ist schön widerlich. Nach links. Ja. Ja, der Charakter, den man spielt, der ist wahrscheinlich bei uns der gleiche, oder? Wir sind alle Titus. Nur der Host des Titus. Ach so, nur der Host, genau. Okay. Wir sind nur seine Schergen. Okay, verstehe. Weil generell erinnern die mich so an die dunkle Bruderschaft von Fallout mit ihren riesigen Rüstungen. Total, und die Power Armor. Und in der Serie Fallout hieß auch einer dieser Knights Titus. Und deswegen hat mich das irgendwie direkt komplett daran erinnert. Stimmt, ja. Ja, die haben immer so, so lateinische Namen. Ja, ja, sind fast mal Ulf oder auch, so. Auch der Power Armor an sich ist ja auch so ein bisschen wie das hier. Ja, ja, das eben, ist wirklich alles dasselbe. So Mjölnir, das Ding. Es ist halt auch einfach cool. Warum muss das Rad immer neu erfinden, wenn es schon was Cooles gibt? Ja, ich glaube, jeder mag doch auch die Idee von so einem geilen Anzug, der eben mehr oder weniger Superkräfte verleiht. Ist es nicht auch ein bisschen, also es ist so bei Half-Life, es ist so bei Doom. Ja, stimmt, ja. Wobei der Doom-Guy, da ist es schon fast pure Willenskraft, ehrlich gesagt. Pure Wut. Ich glaube, Doom-Guy würde sich im Space Marines richtig gut verstehen. Ey, die werden alle, die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die alle zusammen abhängen. Ja. In die möchtest du nicht reinlaufen, wenn sie gerade irgendwie besoffen irgendwo nach Hause gehen. Auf der Suche nach Ärger. es gibt auch dieses Meme, wo so irgendein Monster oder so ein Killer kommt in so eine Tür rein, da sitzt dann der Master Chief, da sitzt dann der Doom Guy. Dann gucken die dann, der nur so, oh, falsche Tür, sorry. Rückwärts wieder raus, genau. Ja. Ich hab schon volle Granaten. Wer noch Granaten braucht, hier bei mir sind welche. Oh, ich brauch welche, ja. Nimm mal. Oh, willst du, Simon? Nö, nimm ruhig. Okay. Ich brauche auch, aber du lässt ja. Nee, doch, ich dachte, der lässt auch nicht. Ich lasse da nichts übrig. Ne. Ah, hier sind noch welche. Medical Stim habe ich. Gut. Oh. Ah, sehr gut. Ah. Ich muss vor allem sagen, sie haben sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt. Wenn man am Anfang trifft, man so einen Space Marine Captain, der einem dann die Missionen gibt. Und der ist tatsächlich exakt nach einem der Brettspiel- oder der Tabletop-Spiel-Modelle nachempfunden und sieht haargenau so aus. Also da haben sie wirklich sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, das klingt echt cool. Oh, das ist wieder ein Venator. Generell ist das eine Welt, zumindest wenn man auf diesen Stationen ist und so, wo sehr viel Details überall sind, man sich gerne die Toten... Also sowas wie zähl alle Totenköpfe ist auf jeden Fall ein beliebtes Spiel. Ja. Wahrscheinlich auch auf den Schiffen selbst von den Leuten, die da leben. Warum immer auf mich, du Scheißding? Also wenn dann mal so ein Block klappt und man direkt danach nachschießt in so dieser Cutscene. Oh, das ist sehr geil. Das ist auch so gut. Das ist richtig gut. Das ist so befriedigend, ey. Das ist unfassbar. Das ist super belohnt, auf jeden Fall. Sie haben es visuell, finde ich, gut gemacht, dass man gar nicht jetzt unbedingt mitzählen muss oder irgendwas, sondern sie haben dieses kleine Kreuz, was dir zeigt, jetzt kannst du diesen Move machen. Mhm. Hast auch ein bisschen mehr Zeit, finde ich, als man sonst hat. Sehr angenehm. Zu Beginn nicht richtig? Doch, eigentlich schon, oder? Oder haben wir noch was vergessen? Gute Frage. Ihr habt die Mission hier wahrscheinlich schon mal gespielt, oder? Ja, aber man kann, Moment, man kann, ich weiß nicht, wo das hier ist. Ah, bei mir ist es einfach draufdrücken. Bahnen dir einen Weg durch den Sumpf, ist schon mal die Aufgabe, aber man kann normalerweise noch mit dem Radar quasi so ein Ziel aufrufen. Ja. Aber hier wird mir jetzt gerade nicht angezeigt. Ich dachte eigentlich, das wäre da hinten gewesen. Wir gucken gleich mal, vielleicht finden wir es noch. Hier ist einfach noch Munition, wenn jemand braucht. Oh, ein Boltgewehr mit Granatwerfer, wenn das jemand möchte. Super. Ja, ich glaube, ich hatte es nicht gerade eingesammelt. Mach das, dass du also Alternativen. Du kannst immer nur eine große Waffe nehmen. Da sind noch Granaten für dich, Simon. Da liegen jetzt noch eine. Aber ich hatte es schon, ich muss mal eben ausprobieren. Nee, also. Jetzt hast du das Boltgewehr quasi einfach dagegen ausgetauscht. Genau, ich hab das, was du wolltest, Ach so, hier waren noch so zwei Sporenminen, die wir noch töten mussten. Jetzt können wir da hinten weiter. Ah, okay, jetzt wird der ja auch interagieren. Ja. Und wie nutze ich dann den Granatwerfer? Du musst zielen und dann, glaube ich, rechten Stick reindrücken, glaube ich.
Probier mal. Genau, das ist ja so. Ja, ah, ja. Dankeschön. Ja, dann versuche ich das gleich mal. Der ist auf jeden Fall krass. Nice. Ah, der ist fantastisch, aber da musst du echt. Heb dir den auf für diese Massenaufläufe, ja, die auf jeden Fall kommen. Das dachte ich mir schon. Ich kann euch ja, glaube ich, nicht Damage machen. Ne? Es gibt ja Friendly Fire, das ist gut. Weil dazu neige ich sehr, auch mal in die Menge zu schießen und dann meine Freunde zu machen. Das ist als Space Marine vollkommen in Ordnung. Ich wollte sagen, das verstehen wir nicht. Ihr seid stark genug einfach. Wir sind dafür darauf trainiert, alles wegzuballern, was sich bewegt. Hier sind mal Heilspritzen. Wohl, also ich habe gar keine, aber ja, wenn ihr noch welche auch keine habt, nehmt ruhig. Ich brauche gerade nicht, alles gut. Ja, nimm doch. Ich hab auch. Du hast schon. Ja, okay, dann nehme ich wirklich. Warte auf. Nee, geht gar nicht. Wer sich übrigens fragt, wer wo spielt, Simon spielt auf der PS5 und ich auf dem PC. Also wer die Version ein bisschen vergleichen will, wenn da zwischen uns hin und her geschaltet wird, man sieht vielleicht ein paar kleine Unterschiede. Absolut. Ich muss sagen, als jemand, der das zu Hause auf dem PC spielt, fetten MSI-PC mit allem möglichen, der sieht schon echt flüssig aus und hat eine gute Grafik. Es sieht auf der PS5 ein bisschen schlechter aus und ruckelt. Ich finde auch, es wirkt ein bisschen unter 60 Frames und man kann das Motion Blur, glaube ich, nicht deaktivieren, ja, was ich auch immer ein bisschen störend finde. Das kann auch am Monitor liegen, aber es ist ein bisschen grau, also die ist farbarm. Stimmt. Ich weiß aber nicht genau, ob das zu Hause auch so rüberkommt. Das liegt an unserem Monitor. Weil, ich glaube tatsächlich auch. Ja, okay. Vorhin war es eigentlich ein bisschen besser. Ansonsten, man kann auch in den Leistungsmodus schalten. Und was ich ziemlich geil finde bei der PlayStation 5 Version ist der DualSense Controller. Da hast du richtig das Gefühl, jedes Mal, wenn du dich bewegst, vibriert er so ein bisschen. Ja, ja. Und das Schießen hat so ein richtig hartes Gefühl, weil du so einen richtigen Widerstand am Trigger hast. Das ist mega. Das war. Da kommt nochmal ein bisschen mehr Immersion auf. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist wohl sehr, sehr cool. Auf die Fässer. Hier ist Muni hinter euch, wenn ihr braucht. Nicht schlecht, nehme ich mit. Alright. Ja! Kommst du her? Oh, aus Hilfe. Naja, ist gut. Jetzt ist er plötzlich vor mir aufgetaucht und ich dachte so, hola, geteil. Mann, diese aus der Ferne schießenden Gegner, die ziehen mir eigentlich immer am meisten ab, ehrlich gesagt. Die sind hart, ja. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, dann kämpfe ich jetzt wenigstens gegen dich hier, schön im Nahkampf. Mieser Gegner. Oh fuck, ich habe mich rechtzeitig geblockt, weil ich den beleidigt habe. Das ist gut. Beleidigen ist wichtig. Ja, ja, oder? Oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Aber ich habe ihn geschickt exekutiert. Hast du ihn erwischt? Ja, ich habe ihn. Wie setze ich jetzt das Stimpack ein? Das wäre gerade, glaube ich, ganz gut. Unten rechts muss es angezeigt werden. Bei mir ist es F. Also ich nur. Wie weit kann er werfen? Ist deine Anscheine? Nee. Achso, da. Ja, ja, stimmt. Oh, da habe ich sogar zwei von. Warte mal, das probiere ich jetzt mal. Lerne ja noch. Ja, super. Okay. Perfekt. Hier ist noch eine Munitionskiste, wer braucht. Ich hab eigentlich. Nee, mach du mal, Simon. Entschuldigung, was soll ich machen? Munition lag da. Brauchst du die noch? Hab ich genommen. Okay, sehr gut. Granate, lass mal hier ein bisschen. Ich muss die loswerden. Granaten sind dann los. Komm, ich werf auch mal eine rein. Warum nicht? Ja, aber hier ist auch wirklich viel los. Also. Ja, da war viel los. Das hat sich gelohnt gerade, ja. Alter, mit dem eigenen Dorn. Er dolcht. Auch du, Titus. Ja, Mann, es ist einfach geil. Weil's, ich würde es auch machen beim Kumpel, weil es geil ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur nice. Ja, kniet die da für uns. Ja, jetzt finden die uns richtig gut. Ne? Komm, hau einen von den Morgen. Jetzt verstehe ich auch. Wir meinen es ernst. Jetzt verstehe ich auch richtig, was ihr eben meintet. Natürlich sind wir keine Menschen. Guck dir das Menschen doch mal an. Sind halb so groß wie wir. Eben. Will irgendjemand von euch den schweren Bolter haben? Dieses, die richtig krasse Wumme? Nee, ich habe mich gerade so auf mein Equip eingegroovt. Macht ihr erstmal. Ich glaube, ihr kennt euch schon besser aus hier und ist ein Medipack noch? Könnt damit besser umgehen. Willst du die haben, Simon, den schweren Bolter? Also, ich würde gerne mal was anderes nehmen. Insofern willst du vielleicht willst du das Sägeding haben? Ach nee, da ist hier schon eins. Ah, ich nehme das hier einfach, genau, alles gut. Ich nehme gerne den großen Sturmbolt wäre. Nee, das andere, ne? Der gegenüber ist der schwere Bolter, genau. Der ist unfassbar gut. Guck dir das Ding mal an, ey. Was ist das für ein. Oh, sie kommen. Oh, sie kommen schon. Da werfe ich direkt eine Granate rein. Oh, ist das. Nee, wartet ab. Die formen nämlich erstmal so komische Hügel. Ja, das ist cool, da stimmt. Da kannst du schön einen in den Hügel ballern. Ein bisschen so World War Z-mäßig klettern die dann da an den Wänden hoch. Oh, ist das genau, nice. Totales World War Z-Setting fand ich auch. Ja. Das fand ich da schon cool. Ja, ja. Eine der wenigen coolen Sachen irgendwie daran.
Ja, sonst ist der Film relativ low. Ja, aber das Buch ist fantastisch. Ja? Das ist okay. Empfehlen. Absoluter Burners-Buch. Von dem Sohn von Mel Brooks. Spannend, okay. Ah, also, interessant. War es einfach nur ein schlechtes Screenplay, okay. Ja, es ist irgendwie, sie haben es wie immer versucht, auf eine Person zu fokussieren und es klappt. Ah, ja, ja, verstehe. Es hat nicht geklappt einfach. Ja. Von oben kriegen wir Beschuss rein gerade. Von oben? Ich komme ja von allen Seiten. Ja. Schweine. Da hinten irgendwo. Ach, da, wo du diesen Marker gesetzt hast, das meintest du. Ja. Oh, ich brauche Muni. Munition. Hinten ist so eine Kiste. Ja, genau. Ja. Oh, rechte Seite. Ja, ja, ich lauf dahin. Achso, ich wollte ihm noch schön eine und aufs Fressbrett geben. Die Menge ist wieder da. Aha. Oh, die kommen ja auch rübergesprungen. Die sind ja krass. Oh, schnell auf das Fass da. Ja, perfektes Timing. Oh, ich werde jetzt von allen Seiten hier. Ich muss mal kurz hier aus der Schusslinie. Das ist so auch so Starship Trooper-mäßig. Das macht auch so Spaß, ja, da so reinzuhalten. Aber du merkst, fuck, es reicht nicht. Es reicht trotzdem nicht. Obwohl ich jeder Schuss trifft, reicht's nicht. Ja. Oh. Und dann wirst du kurzzeitig überrannt und dann schaffst du es wieder und so. Das ist schon richtig geil. Macht Bock. Oh ja! Also hier hast du im Gegensatz zu Starship Troopers dann auf jeden Fall bessere Nahkampfmöglichkeiten. Ja. Das ist dann da halt schon anders. Sehr schön. Ich muss auch sagen, das erste Space Marine fand ich halt nur so okay. Also so 6 von 10 mäßig. Und das hier finde ich deutlich besser, muss ich sagen. Da ist irgendwie mehr von allem drin. Okay. Immer noch. Alleine die Tyranniden als Gegner sind, finde ich, einfach noch ein bisschen cooler als Orks. Weil Orks sind auch cool gewesen. Ich aber hätte sie gern auch hier drin. Diese Menge so, ne? Ja. Es sind übrigens nur 2 Rassen hier drin. Wer Hilfe. Denkt, dass die Orks irgendwie drin sind? Nein. Ich dachte, das ist so. Ich brauche Hilfe, ich liege am Boden. Ach so, richtig so, wie so ein Loser, oder? Ja, das habe ich ja, aber ist mir nur nie aufgefallen. Sehen Sie mal das schon da, oder was? Ist ein richtiger normaler Soldat. Ah, ich bin wieder da. Hallo, dankeschön. Shit, ich muss mal Energie holen jetzt hier. Komm her. Ja, komm, lass zusammen auf den drauf gehen. Ja. Oh, was war hier los? Irgendwas habe ich voll abgekriegt. Ja, die schießen halt hier auch von allen Seiten gerade rein mit ihren grünen Rotzkanonen. Da drüben sind noch 2. Also mir kann keiner erzählen, dass ich da nicht aus Versehen ein paar Menschen mitmetze. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ein ist der Preis, den wir bereit sind zu zahlen. Ja, eben, das ist Krieg, da kann man nichts machen. Also. Es ist ja auch keiner mehr da, der später das noch bezeugen kann oder so. Ja, eben. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich leider so einpurzeln lassen. Oh, okay. Ah, okay, jetzt geht's. Ich sauer. Ah, da bist du. Wir müssen ja auch weg, ne? Wir müssen weg. Ja. Ach stimmt, wir müssen zurückziehen, ja. Ja, eigentlich. So, okay, verstehe. Okay, Abfahrt. Ja, gut. Noch den einen hier. Oh, fuck, ich bin auch dead. Ne, das geht schnell, wenn man dann das einmal... Geht schnell, ja. Ja. Ich brauche dringend Munition. Ich bin fast da, Leute. Also, wir ziehen uns natürlich nicht zurück. Wir rücken in die Rückrichtung vor. Wir würden in die Rückrichtung. Die Rückrichtung. Wir ziehen uns in die Rückrichtung vor. Vor, richtig. Das ist, wir rücken nach hinten vor. Also ich muss aber auch sagen, im Koop macht es mir direkt auch dreimal so viel Spaß, weil wir zu dritt sind. Nee, weil alleine war es auch schon geil, aber jetzt, ich muss sagen, da fand ich es eben auch sehr überfordernd teilweise. Und jetzt können wir alle so, theoretisch könnten wir uns so viel besser absprechen und so eine Flanke irgendwie decken und so. Das ist schon ziemlich geil. Das eben wäre zum Beispiel, wenn man sich so aufgeteilt hätte, weil man es genau plant, noch besser werden können. Ja, ist bestimmt auch nice, wenn man schon einen Run durch hat, mit der gleichen Crew dann noch einspielen. Dann kennt man die Level schon, geht so richtig erfahren daran und so. Stelle ich mir auch sehr, sehr nice vor. Ja, wunderschön übrigens, dass das jetzt so zufällig geklappt hat, dass der Steffen dann doch noch drin war. Hätte niemand mit gerechnet. Und jetzt haben wir hier so einen schönen Dreier-Fun. Hervorragend. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Komisch, dass überhaupt abgestürzt ist so. Weil jetzt läuft alles super. Jetzt ist es wirklich wie ein Schnürchen. Also wie gesagt, kann man nicht sagen. Kann eigentlich nur Crossplay an mir liegen. Ja, aber vor allen Dingen auch das Crossplay. Ich bin immer noch überrascht. Ich komme ja dann doch noch aus einer Zeit, wo das überhaupt nicht selbstverständlich war. Stimmt, Allein, dass es geht, cool. Finde ich auch cool, dass es heute so fast schon Standard geworden ist. Ja gut, nachdem eine Konsole auch nur noch ein kleiner PC ist, wird es auch echt Zeit. Stimmt. Aber auch allein, dass die Konsolen sich politisch geöffnet haben dafür quasi. Es war ja auch immer so ein bisschen Prinzip, dass sie es nicht gemacht haben. Das ist ja ganz schön. Hier ist ja siffig, ne? Muss man ja sagen. Also hier war ja schon Krieg, glaube ich. Ja, also irgendwie der Hausmeister hat echt schlechte Arbeit gemacht. Ja, wirklich. Hier, guckt euch das mal an. Unbelievable. Sowas, also wenn der Berater das sehen würde, ne? Der würde sich auf dem goldenen Thron umdrehen. Ja. Ich finde das aber richtig toll. Dass man hier wirklich, also die haben es übertrieben mit dem
Blut, ja. Aber so sieht's nach so einem Gemetzel wahrscheinlich auch aus. Ja, ja, klar. Auch hier ja. Überall diese stehenden Panzer. Das ist doch wahrscheinlich jetzt eine relevante Größe in dem Tabletop, oder? Wenn du so einen Panzer hast. Mhm. Eigentlich normalerweise schon, ja. Also es ist tatsächlich so, bei den Videospielen sind die Machtverhältnisse, sag ich mal, ein bisschen anders als im Tabletop, weil im Tabletop musst du natürlich so ein bisschen Balancing reinbringen. Also so ein 10er-Trupp Space Marines, den du normalerweise hast, der ist nicht so stark wie wir jetzt hier, sagen wir es mal so, ne? Aber in der Lore auf jeden Fall, da kann ein Space Marine, keine Ahnung, 1000, 10.000 Männer aufwiegen, so, das ist crazy. Ja, wenn du sie strategisch platzierst. Ich habe früher, ganz früher habe ich Space Hulk noch gespielt. Ah, stimmt. Ja, das ist auch der Playstation, wo du auch vier Leute platzieren musst in den Ecken von so alten Schiffen, damit diese Monster halt irgendwann diese Wellen mal aufhören. Und so. Das ist auch eine gute Idee gewesen. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Kampfmesser und ein Data-Block. Ich habe jetzt und Stalker-Bolt-Gewehr, wer möchte. Ich habe meinen... Das sieht gut aus, aber ich habe alles. Granaten würde ich nicht. Ich gehe jetzt mal auf dieses Stalker-Bolt-Gewehr, das gucke ich mir mal an. Das ist das Scharfschützen-Ding quasi. Achso, nee, dann nehme ich es doch nicht. Da habe ich keinen Bock. Dann nehme ich das. Okay, nice. Ich will lieber meinen Granatwerfer wieder. Ist noch eine Kettensäge, wenn einer will. Die habe ich auch schon eingesammelt. Ich habe extra mein Kampfmesser dagegen ausgetauscht. Die ist ein Kettensägen. Die sind schon geiler als das Kampfmesser. Ja, aber ich habe es jetzt mal gewechselt, weil ich mag, dass das Kampfmesser so schnell ist. Vielleicht will ich es mir auch nur ein, aber es ist ein bisschen schneller. Der muss nicht erst noch, warte mal, hier lang? Ach nee. Ich glaube hier, oder? Aber das coole Licht ist natürlich. Ja, hast wahr, dann muss man eigentlich nur den Clues hinterher. Hier ist noch ein Boltgewehr mit Granatwerfer, falls noch jemand möchte. Ja. Das liegt da hinten in der Ecke. Oh, guck mal ganz kurz, hier, der Typ. Den fand ich schon beim ersten Durchlauf lustig. Hier, die arme Sau. Ist genau einer von diesen, wie heißen die, Automatikons? Nee, Servitoren, ja. Servitoren. Das ist wirklich, überleg mal, das ist das Schlimmste, was so passieren kann. Ja, allerschlimmste. Das ist einfach so als Türsteuerung irgendwo eingesetzt. Das ist ja räudig. Und das, also das ist irgendwie das Detail, was ich am krassesten finde aus diesem Universum, weil es irgendwie so zeigt, wie man mit Menschen umgeht hier. Mhm. Oder zumindest mit Menschen, die keinen Nutzen haben für die Gesellschaft, sagen wir so. Aber es ist tatsächlich so, also wenn das Warhammer-Universum eins genug hat, dann sind es menschliche Körper sozusagen. Aber da machen die wirklich alles draus. Ja gut, da fliegt ja auch, ich meine, die ganze Zeit fliegen hier irgendwelche Körperteile. Da musst du einfach nur so ein kleines, so ein Schmetterlingsnetz aufspannen und schon hast du da dein Frankenstein-Monster. Ah, wir haben wieder zwei Arme, damit können wir eine neue Türklinke bauen. Bauen wir also, doch direkt Jeremy mit ein. Ich muss sagen, als jemand, der mit Schmorf und so ja eigentlich Fan von solchen Sachen ist und auch in The Forest war ich immer der Erste, der diese Totenskulpturen gebaut hat. Ich finde das schon wichtig. Einer muss es machen. Ja. Ansonsten liegen die Totenkörper auch einfach nur rum. Exakt. Ne? Das, ich wollte es nicht sagen, aber das ist eine Ressource, von der du so viel hast, dass man ja irgendwie was machen muss. Ja. Aber echter Fun-Fact, also weniger Fun als mehr Fact. aus alten Körpern wird tatsächlich einfach Essen für die Armen gemacht im Warhammer 40.000 Universum. Also, Das ist ja praktisch. Ne? Ja, und wie ich aus einem Werbespot weiß, den wir gedreht haben vor 8 Jahren, kacken die sich ja in den Anzug und kriegen dann so einen kleinen Kackriegel zurück, den sie dann wieder essen. Also ja, so ein bisschen Perpetuum Potile. Aber das heißt ja, dass die vorher schon zu viel Nährstoffe aufgenommen haben müssen, weil sonst ist da doch nichts mehr drin. Das ist ja nur für den Notfall. Ne? Das ist auch eher so ein Bleibarren, den sie einfach immer wieder essen und auskoten. Das ist so ein Proteinriegel. Protein, ja. Protein, ja. Ich weiß nicht, wir haben damals Poo-Bar hieß das auch. Ja, das so. Nicht Poo-Bar, sondern Poo-Bar. Reingesprungen. Ah, das verzieht zu sehr. Nee, da muss ich runter. Wie? Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich frage mich gerade, wie der Multiplayer. Ich würde ihn halt gerne mal PvP ausprobieren, ob das so eine Gears of War-Atmosphäre ist. Weil ja, da war das teilweise gerade so. Ich meine, 3 gegen 3 ist dann noch immer sehr intim, sehr privat. Das finde ich immer ganz schön. Oh, ich bin jetzt zu sehr. Aber wenn du dafür halt. Das ist der einzige Grund, der nicht Crossplay funktioniert. Der geht nur so, weil wahrscheinlich einfach das Balancing sonst nicht. Ja, aus so Fairnessgründen wahrscheinlich eher. Ja, das kann ich irgendwie aber auch verstehen. Ja, absolut. Was ich auch sehr schön finde, wenn man so einen großen mit so einem Finisher wegkegelt, dann springen auch erstmal die Kleinen so einen Meter weg von einem. Ja, das ist mega nice.
Generell dieses ganze Verhalten der Gegner wirkt sehr organisch und die sind auch, es ist eine coole Animation. Alles sehr smooth und flüssig. Also generell wirkt dieses Spiel auch sehr polished. Das ist eins der wenigen Releases, der wirklich mal fertig ist. So auch so performancemäßig und so. Das stimmt. Muss ich wirklich sagen, das ist so selten geworden, dass du ein Spiel bei Release einlegst und es funktioniert. Leider. Leider, ja. Deswegen aber Lob. Muss man heute schon loben. Ja. Das musst du wirklich loben. Ja. Oh, ich habe gleich keine Munition mehr für meinen Scharfschützen-Ding. Ich generell bin auch komplett leer. Ich habe auch gerade vergessen, ich bin muss mal in den Nahkampf gehen. Ja, wie wechsle ich nochmal auf den Granatwerfer? Du hast es mir eben erklärt, Simon, ich habe es nur wieder vergessen. Zielen und dann den rechten Stick reindrücken. Ah ja, und denkt an die Granaten und denkt auch ruhig Y, beziehungsweise A, was ihr halt habt. Ne? Ich habe nur gerade gar nichts mehr. Wieso? Das Einzige, im Grunde, ich weiß nicht, ob es mir fehlt, aber so ein bisschen Progress des Charakters, also so, dass man eben auch eine Erweiterung hat, eine Evolution in den Kämpfen oder so. Ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Hat man das? Es gibt so einen Skillbaum für die Waffen. Okay, gut, dann, das reicht schon so ein bisschen. Ja, das wusste ich nicht. Habe ich oder zumindest übersehen. Ich habe einfach nur Mission für Mission gemacht, glaube ich. Der ist, glaube ich, aber auch nur, ich weiß nicht, ob er nur für den Multiplayer ist. Es kann sein, dass er nur in diesem Einzelmissionen-Modus funktioniert. Also man kann aber schon, da habe ich das immer gesehen. Also ich meine damit auch eher sowas wie, dass man Kombo-Punkte freischaltet oder so. Mhm. Oder irgendwas hat für die neue Executions oder so. Das wäre vielleicht cool, weil man irgendwann hat man sich ein bisschen satt gesehen. Ja, man kann auf jeden Fall neue Waffen freischalten für den Multiplayer. Wenn man dann irgendwann mal genug Kettenschwert gespielt hat, kriegt man dann diesen großen Energiehammer und so. Also genau, es gibt so vier Sachen, glaube ich. Ich finde es auch nicht schlecht. Macht Bock, da zu wechseln. Man kann die dann noch im Hauptmenü natürlich dann also auswählen, als Standardbewaffnung und so, die einzelnen Sachen. Oh, du bist fast tot, Simon. Ja, ich suche die ganze Zeit. Da ist es. Hab schon eins gefunden. Hier ist auch noch eins, wer noch eins möchte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also ich habe jetzt wieder eins. Ist okay, glaube ich. Okay. Ey, ich finde das so geil, dass die in diesem Universum trotzdem so Papyrus und Kerzen haben. Und das ist doch physikalisiert, ne? Das ist eben total gut umgefallen. Ja, kannst du quasi alles mitmachen. Cool. Sehr gut. So. Ich mag nicht mehr Sachen. Ja, und vor allem generell auch die Kloss-Physics. Ich habe jetzt gerade nur so Lederbänder am Arsch, aber man kann auch so Umhänge und so anhaben und die bewegen sich so cool. Die glitschen nie in den Charakter. Das ist mega geil. Gerade im Tutorial war der dann so richtig blutig auch noch, der Umhang, und ist so schwerer geworden und so. Das war richtig beeindruckend. Hier haben wir noch Granaten, zack. Im Norden. Wo sind die? Ich brauche welche. Du hast gerade auch. Ja, okay, dann hast du schon. Nee, alles gut. Hier ist noch ein Medipack, ist hier noch. Gern würde ich in diesen Dampf-Mech einsteigen. Hier sind Granaten. Nice. Nehme ich doch direkt. Und Munition ist ja auch noch jede Menge. Du musst die ganze Zeit an Alien denken, wo sie diesen Transporter, diesen Mech-Suit haben. Ja. Im Grunde ist es so ähnlich, nur halt noch meckiger. Ja. Oh, I like. Nice, jetzt bin ich wieder full equipped. Chat hat einen guten Gedanken gehabt, nämlich Watered Goat. Der schreibt nämlich, dass die Entwicklungskosten von so einem Warhammer sich relativieren, wenn man überlegt, dass davon dann auch wieder ein paar Leute in das Universum einsteigen und dann natürlich, hier ist ein Medikay, eine Menge Geld lassen. Mhm. Auch jemand Medi-Spritze hier? In der Reserve könnte ich mitnehmen. Komm, du hast doch Geburtstag, nimm einfach nochmal die zweite Morphium-Spritze. Oh, herzlichen Glückwunsch. Deswegen die auch die ganzen Kerzen. Warte mal, was habe ich hier? Boltgewehr. Jetzt einmal schauen. Boltgewehr. Hier sind noch Granaten, falls jemand braucht. Da, wo ich stehe. Ich bin voll. Okay, ja. Los geht's. Aber dieser Panzer losfährt, Ey, das ist genau so ein Moment, gibt's auch in Halo. Wenn du zum ersten Mal auf deine Leute triffst, dann fährst du auch raus und hast auch so einen Panzer, der mitkommt. Ja. Das sind einfach cool. Männer mögen Panzer. Aber ich mag das auch, dass die sehen sehr rustikal aus. Die sehen mehr so wie die Ersten Weltkriege. Ja, absolut. Aus. Die haben weniger, die haben nicht so was Technisches. Genau, die könnten auch ganz anders aussehen. Guck mal, warum haben die so einen Auspuff? Das ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn, ne? Ja, es ist halt so Dark Sci-Fi, ne? Es ist nicht dieses super gepolischte. Überall ein Totenkopf. Wirklich, das ist das beste Saufspiel. Immer wenn du einen Totenkopf siehst, musst du einköpfen. Bier oder so. Hältst du genau eine halbe Stunde aus, dann bist du tot. Ja, richtig. Du hast gar nicht so viel Bier in einem Kasten, wie hier in einem Level ist. Also.
Jetzt würde ich gerne mal die Granate nutzen, aber da kommt nicht mehr genug. Na, wenn man die Granate schlicht vom Nutzen, wenn nicht genug kommen. Ah, oh, ärgerlich, das war verschossen. Also unter 20 werfe ich meine Granate nicht mehr. Ist wirklich so, ja. Warum sollte ich? Da kommt. Okay, hier kann man jetzt mal ein bisschen Granate vielleicht machen. So. Ach, der wird schon exekutiert. Ja, da wollte ich ein bisschen mit exekutieren und dann ist der schon auf der Kettensäge. Ich muss aber sagen, die Großen sind, die halten relativ viel Granatenkram aus. Also die Kleinen sind da viel ergiebiger. Alter, guck dir mal den Bogen an. Es ist so irre, hier ist einfach voll der Berg aus groteskem Fleisch. Knochenschmonz. Ja, wirklich, einfach zu viel Schmonz. Ja, das ein bisschen festdrücken, hat man hier eine schöne neue Rampe. Man kann ja Panzer hier hochfahren. Ach, Granaten sind einfach die allerbeste Erfindung. Hier sind noch Granaten, wer möchte. I take it. Unüberliegen die Geschütze rum, die der Master Chief einfach in die Hand nehmen würde und wir können jetzt. Das finde ich traurig. Ja. Das ist wirklich traurig. Okay, Granate, das ist hier viel. Au! Ui, was ist denn da passiert? Hat uns beide zurückgeschmiert. Eine Sache, die mich nervt bei den Kreisen, die da kommen. Mhm. Und zwar sind die so dick, dass die teilweise gerade im Gemetzel das ganze Bild überdecken. Alles verdecken, ja, finde ich auch. Einfach ja. Wirklich, es schadet eher. Mhm. Ein anderes Timing-System, irgendwas optisch anderes wäre besser gewesen, finde ich. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Das vielleicht vom Schwierigkeitsgrad ab? Kann das sein? Das könnte sein. Normal. Vielleicht sind die in den anderen Modi kleiner? Ich also weiß auf, nicht. Das könnte gut sein. Ja, auf normal habe ich auf jeden Fall auch nichts Neues. Das sieht genauso aus, meine ich. Ja, da kommt der Panzer rüber. Dann ist euch ja nicht aufgefallen, dass ihr gar keinen Totenschädel auf der Schulter habt. Das ja, du bist so ja der unser Anführer. Ja, ja. Und ihr könnt aber doch zumindest mal euch einen kleinen. Ultra steht da. Guck mal, du hast Ultra. Aber du ich hast hab einen auf dem Gürtel. Ja, du hast einen auf dem Gürtel, der eine hat hinten einen, aber das ist doch alles nur so aufgesprüht. Boah, du müsst mal ein bisschen investieren, Leute, so wie ich. In so ein, guck mal, wie viel ich habe. Ich habe am Knie einen, ich habe am Schritt einen, weil das ist auf jeden Fall der Todes. Versteht ihr, ne? Ja. Ja, du bist ja auch schon mal gestorben. Vorne auch noch. 1, 2, 3, 4. Du bist jetzt wiederbelebt worden, laut Intro. Ja. Ja. Naja, das passiert hier einfach ständig. Also, das ist halt. Du wirst ständig wiederbelebt, wenn sie dich brauchen können. Ja. Wahrscheinlich so lange, bis wirklich vom Gehirn einfach nichts mehr übrig ist. Nicht mehr geht, aber selbst da habe ich Leute gesehen, die haben dann so einen mechanischen Halb, so einen Computer im Kopf, à la Neurolink, bei Tenmu bestellt. Und so, sie sehen wirklich nicht sehr, also das sieht nicht sehr hygienisch aus, was sie haben. Nee, und am Ende, wenn du zu gar nichts mehr zu gebrauchen bist, wirst du halt die Tür steuern. Ja, wirst du halt Tür steuern. Ja, am Ende genau. Tür. So, wobei, die Space Marines werden am Ende nochmal in so einen fetten Mech eingebaut, wenn sie echt? Schon fast rot sind. Ah, oh, das ist schön. Bis zum Schluss. Gut. Uiui, Kollege. Ich hab mich aber gar nicht was markiert für euch. Oh, da stürm ich rein, stürm da durch und mach mir mal ein bisschen das Bajonett schmutzig. Oh, schön. Blut. Und jetzt auf das Kistchen hier. Ah, ne, das ist nicht mehr. Dann lohnt sich das ja gar nicht. Hey, den exekutiere ich mal schnell hier auf dem Weg. Da eben mal schnell mitgenommen, ne? Der traut sich ja gar nicht aus einer Höhle. Gut, wo geht das denn hier weiter? Hier ist Munition und hier sind noch Granaten. Ah, hier, okay. Ah. Ja, der Panzer macht jetzt den Weg frei gleich für uns. Okay, nice. Au! Nice! Oh, sehr cool. Werf ich da mal eine Granate rein, guter Moment. Zack. Hier will ich einen Nahkampf zu dem Kollegen. Kann auch nix.
Ich helfe dir mal bei dem anderen hier. Dankeschön. Oh, jetzt kommen diese Fliegeviecher, die sind auch sehr heftig. Ja, bei denen muss man. Ja, die muss man wirklich früh killen, weil die den anderen, die anderen Leute irgendwie buffen. Oder wie heißt das? Ja, genau. Buffy. Und die haben so Bälle, die sie schießen und so. Oder? Krasse Angriffe. Stirb! Oh, es hat schon runtergefallen. Okay, wir haben es schon erledigt. Ach so, wir können schon wieder weiter, oder was? Ja, ich hab's dem Ding ganz mächtig. Achtung! Oh, shit. Komm, greif mich doch mal an. Bin noch einmal. Uiuiui. Bitte schön, Simon. Danke. Ja, ich wollte mal richtig blocken. Ich wollte das mal so ein bisschen cool machen, aber. Sorry. Ganz einfach. The Emperor protects! Ja, ganz schön viel Blut hier. Wer räumt das denn alles am Ende wieder auf? Einer mit einem riesigen Schlauch aus dem All einfach einmal abspritzen den ganzen Planeten. Der Planet wird einfach umbenannt in Sif. Ja, da pflanzt halt irgendwas an. Ne? Stimmt, die sind ja auch wieder Nährstoffe. 10 Jahre später fragt doch wer. Genau. Genau. Bin sicher, die haben voll Bock drauf. Die mögen so richtige, so Parks und Wiesen. Das ist für die das richtige Recreational Time. Ja. Sind die nicht sogar in diese Anzüge reingeschweißt? Also die, die ziehen die nicht aus, das meine ich damit. Ja, die ziehen die in der Regel nicht aus, ja. Ich glaube aber, die könnten, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die es wirklich können. Das klebt. Also es gibt in den Büchern gibt es ganz viele Szenen, wo die ihre Rüstung so einölen. Oder so, oder wo die nackt kämpfen. Na gut, okay. Okay, aber warum also nackt? Also so Sparrings-Matches machen die immer so in Unterhosen. Ah, okay. Wäre auch irgendwie. Also, ne, brauchst dann wirklich nicht den Anzug. Nee. Wenn die eh alle super, super krass sind. Und pflanzen die sich auch fort, die Space Marines? Die werden gezüchtet. Ah, okay, schade. Das heißt, die. Die poppen schon mal aus Bock. Ja, genau, das war meine Frage. Die müssen sich ja auch Stressentladung aushalten. Also, ich weiß nicht. Wenn ich mir den Hauptcharakter angucke, ich glaube, der hat seit 100 Jahren nicht mehr gebumst. Ich glaube, das ist für die sowas von egal. Und wenn, würde der die einfach. Die würde zerplatzen wie so eine überreife Wassermelone. Also, das willst du nicht. Du sagst, der hat einen ungebumsten Blick. Guck mal, sein normales Messer ist so lang wie ein Mensch. Das ist mein Messer ist so lang wie ein Mensch. Damit meinst du, das ist Überkompensierung? Das ist der Dreier BMW des 40k-Universums. Nee, von allen Leuten, die haben keine kleinen Penis. Ich glaube auch nicht. Die haben den größten gegeben ever, einfach nur, weil es der Gottkaiser-Klon ist. Das ist logisch. Aber was ich auch nicht verstanden habe, ist. Warum es da auch diese Maschinenpriester gibt? Also in welchem Kontext die Maschinengötter oder was also das ist? Also es ist folgendermaßen, die ganze Technik, die man so sieht, die ganzen Panzer und sowas, von vielen ist so, wie man die benutzt, das Handbuch ist quasi verloren gegangen. Und deswegen müssen sich die Priester so sehr um die Sachen kümmern und die einölen und an Gott beten, dass die noch funktionieren. Also die ganzen Waffensysteme und so sind uralt. Und die können die nicht mehr nachbauen. Weil das Wissen irgendwie mal verloren gegangen ist. Na, dann ist ja gut, dass sie ewigen Krieg haben. Also da sehe ich aber ein Problem am Horizont, so viel kann ich sagen. Also es gibt ein paar neue Sachen, die jetzt dazugekommen sind. Also die Waffen, die wir jetzt quasi haben, sind niegelnagelneu, die wurden da gebaut. Aber so viele der alten Panzer und so, die gibt es quasi nicht mehr. Die kann man nicht mehr nachbauen. Ja, das ist echt irre. Aber ja, klar, das Wissen geht verloren irgendwann, weil die schon zu lange kämpfen. Ja. Oh, dieser Nahkampf macht schon Bock, ey, wie die zerspratzen, das ist so gut gemacht, ey. Wie, also ich find's perfekt für eine Stunde mit Freunden oder auch mal zwei so. Ja. Da ist es genau richtig angesiedelt, würde ich sagen. Kebam! Es trifft halt auch so ein bisschen so den Itch, den so Left 4 Dead natürlich auch so hat, ne? So dieses gemeinsam gegen Übermacht und einfach mal reinhalten, irgendwas trifft man schon. Genau. Viel Feind, viel eher. Geht hier. Oh, jetzt. Ich sitze hier erst auf Gondor fällt. Hier ist so Munition, falls noch jemand braucht. Ja. Aber ein bisschen. Wir sind ein bisschen zu schnell für die kommen gar nicht nach. Ich brauche mal wieder eine Horde hier. Jetzt kommt mal hoch, Freunde. Wir müssen hier weiter. Also. Wir müssen die Orbitalkanone ausrichten.
Genau, das ist eigentlich nur Ablenkung. Ich brauche gar keine Missionsziele. Ich könnte die ganze Zeit in so einen Haufen stratzen. Ich denke, dass manche Multiplayer-Missionen auch sowas dann nur sind. Einfach ja, Welle um Welle. Oh, das ist cool. Das ist natürlich sehr geeignet für Wellen. Okay, jetzt müssen wir auf das ich komme schon da. Ja, gut. Ich bin nicht so... Wenn man so in den Himmel guckt, so oh, diese ganzen Gargoyles und sowas. Boah, stimmt. Uiuiui, sieht das cool aus. Das ist eine richtig gute Skybox hier, finde ich auch. Wahnsinn, diese riesige Kanone da. Boah, guckt euch dieses Gerät mal an. Das ist, glaube ich, eine Kanone. Assist where possible, but do not linger. Yes, my lord. Komm her. Ah, Mist, ich wollte dieses Fass da noch. Ah, es kommt so spät jetzt. Ich finde auch, sie haben bei den Kleinen genau die richtige Mischung aus. Die kann man relativ einfach wegschießen, aber sie sind trotzdem bedrohlich. Ja, das ist nicht einfach nur, du lachst da nicht drüber oder so, sondern also wenn es zu viele werden. Ja, die Masse macht es halt. Wie die Raptoren so in. Ja, genau. Ja, in Jurassic Park. Und es gibt hier auch so ein Äquivalent zu den ganz kleinen Dinos, die es ja auch in Jurassic Park gab, wo auch ganz viele einen dann den Anwalt oder was überwältigen. Mhm. Warum ist eigentlich immer der Anwalt? Ich weiß es nicht. Egal. Jedenfalls gibt es hier so kleine, es sind keine Ratten. Ich dachte, es wären Ratten. Aber so ganz viele kleine Besen. Ja. Mhm. Heißt die so? Oh ja, diese Shredder oder so? Diese, ich weiß nicht, der Chat wird es gleich wissen, aber... Ja, die sah man ganz am Anfang vom Tutorial, da sind die alle so weggeflitzt. Das hat mich sehr an Plague Tale, diese Rattenmenge erinnert. Und da gibt es so Elemente, da kommen wir heute nicht mehr dazu, aber Elemente wie in Plague Tale. Ja. Also, dass man so eine Welle aus Ratten hat und sich da durch mit dem Flammenwerfer durchschießen muss und so. Ach cool. Das gibt's hier auch ein bisschen. Ist aber nicht ganz so gut gemacht, finde ich, wie bei Plague Tale. Also, da ist klar, da ist die ganze Mechanik drumherum gebaut. So, wisst ihr, was ihr machen müsst? Einfach die Viecher abschießen und ansonsten diese Dinger. Halt diese Räder drehen. Ja, genau. Und am Rad drehen ordentlich. Ja, das kann ich gut. Oh, jetzt werde ich aber hier von allen Seiten gerade. Uiuiui, das ging aber schnell jetzt. Jetzt mache ich mal meine Power-Ulti hier. Ja, ich drehe gerade ein bisschen hier am Rad. Uiuiui, ich bin mal bald tot. Ja, wir können dir, glaube ich, ein bisschen Deckung gerade geben. Ja, mal heilen, so. Ja, dankeschön. Rad ist gedreht. Boah, das war zum ersten Mal richtig knapp. Bisher lief es immer gut, aber jetzt... Uiuiui. Oh, hier sind noch zwei größere von denen. Ich versuche die mal euch vom Leib zu halten. Ja. Oh, komm, ernsthaft? Wie viel lebst du denn? Ach geil, meine Rüstung hat sich wieder aufgeladen. Jetzt kann ich mit dem Rad drehen. Na komm. Ah, du hast schon. Da müssen nur noch ein Rad fehlt, glaube ich, noch. So, das Rad haben wir. Oder? Ne, wir haben alle. Sehr gut. Ja. Hier ist noch ein Medipack, wenn einer will. Oh ja, das wäre nicht schlecht. Wo ist das? Hier. Mal sehen. Hab ich's. Wir müssen noch weiter hochfahren. Ah ja, okay. Ups. Niep. Ja, natürlich, lieber Chat, da ist auf jeden Fall auch ein bisschen Gears of War mit drin. Es gibt allerdings nicht dieses klassische Deckung. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man es eigentlich immer machen will, wenn man irgendwas sieht. Aber du kannst da, kannst du da in Deckung gehen, aber das ist nicht so wirklich wie Gears of War aufgebaut. Ja, es gibt echt keine Mechanik dafür. Ja. In Space Marine, echt das Space Marine braucht keine Deckung. Ja, wie wollen die auch in Deckung gehen? Die haben ja quasi, weiß ich nicht, die sind immer größer als die Deckung. Ja, ein Hochhaus geht auch nicht. Dieser Schwarm hier, boah, der ist ganz nah vorbeigeflogen. Ah, jetzt müssen wir hier genau diese Antennen beschützen. Okay. Wo ist A? Ah, da. Hier direkt vor uns. Mhm.
wer schießt mich denn da von hinten? Was soll das? Ja, man merkt immer, wenn wir so ein bisschen ruhiger werden als Gruppe, dann ist gerade ein bisschen viel. Da muss man sich dann doch mal kurz konzentrieren. Ja. Ja, wenn hier die Größeren kommen und die Fernkampftypen sind echt hart. Ja, die einen immer so abschießen, ne? Die sind echt crazy. AC. Ja, die kriegen wir ja noch. Oh nein, Falschtaste. Ah, steh auf. Ja, ich mach das hier schnell. Ich hab Granaten. Hm? Ups. Ah, hervorragend. Oh, da wirft jemand grünen Schleim auf mich. Oh, nächste Antenne direkt. Was schießen hier die ganze Zeit? Ah, hier sind so Spornminen. Ja, ja, die sind richtig fies. Ja. Die sind total gemein. Hier sind die nächsten. Ja. Oh, ich hab gleich keine Muni mehr. Ich glaube, irgendwo war hier eine Kiste. Ah, ich habe hier auch welche, glaube ich. Oh, ich habe einen schweren Boater. Sehr gut. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Die sind hier weg. Hier sind sie, die nächsten. Oh, jetzt bin ich hier aber in der Bredouille. Oh, wir müssen zur Antenne. Hier sind auch diese Fliegedinger. Ja, ja. Ja. Komme. Irgendwie auch bald keine Muni mehr. Bullshit. Boah, ist aber ganz schön viele Gegner jetzt. Ich super muss mal irgendwie zu euch kommen. Ah, da seid ihr. Sehr gut. Hast gestorben gewesen. Ah, hier ist übrigens die Kiste, ne? Die Muni-Kiste. Hilfe! Also, ich brauche keine Hilfe, aber ich kann die gerade nicht bekämpfen. Ich schaff's nicht. Nein, sie ist wieder hochzufahren. Komm her runter. Okay, die erste haben wir. Ich kümmere mich mal um die Typen. Komm, schieß. Von der Antenne. Okay, die Antenne ist gesaved. Jetzt haben wir noch den Typen da. Hey. Oh, den brauche ich. Hilfe! Oh, was tot? Ich bin so durch. Wo seid ihr eigentlich? Aber ich verliere euch immer. Ah, ich bin tot. Ich komme. Jemand? Ja, ja. Alanius Varkos. Ja. Steffen muss nämlich auch gleich Hilfe. Ja. Ich mir erstmal, wenn du mich holst, können wir gleich Steffen holen. Das macht jetzt mir ganz gut. So, ich glaube, ich hab dich. Okay. So, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Wir metzeln hier ein bisschen. Oh, warte. Hier sind noch ein paar einzelne von den größeren, die sind ein bisschen nervig, aber es geht. Aua! Oh, jetzt Munition, sehr gut. Ja, genau, die Kiste meinte ich. Sehr gut, ich habe mich auf den ein bisschen geheilt. So, jetzt sieht es wirklich besser aus. So, der kann exekutiert werden, da hinten ist noch ein kleiner. Zack. Okay, und was ist jetzt unsere Aufgabe? Ich glaube, es war's, oder? Ich glaube ja. Ah, das Terminal müssen wir noch benutzen. Terminal, ach, da hinten. Hier ist noch Medipacks. Ah, sehr gut. Frei. Oh ja, das ist diese Riesenkanone, die ich eben schon gesehen habe. Mann, ist das cool. Bam, bam. Spratz, ein riesiger Blutbatzen. Geil. So muss es sein. Drei Tage Blutregen. Das war vielleicht noch in den anderen Koop-Modus wechseln, liebe Leute. Habt ihr Lust? Das ist der mit den Wellen, oder wie unterscheidet er sich? Es gibt nur einen, der quasi eine Parallelgeschichte erzählt, wo man aber sich eigene Space Marines mit so Klassensystemen zusammenbauen kann. Ja, lass auf jeden Fall ausprobieren. Ja, auf jeden Fall mal gucken. Ja, gerne. Weil jetzt kommen mehr oder weniger dieselben Sachen immer wieder. Ja. Ist wie gesagt ein bisschen repetitiv, aber macht trotzdem immer wieder Bock. Mhm.
Ja, ich glaube auch so, es ist für was für zwei, drei Stunden am Stück, wie du eben gesagt hast. Aber wisst ihr, wie lang das Game insgesamt ungefähr geht? Ich glaube, also die reine Kampagne ist, glaube ich, so 10, 12 Stunden. Oh ja, und dann hast du halt die Multiplayer-Sachen. Okay. Ja, das ist ja ein okayer Umfang. Also dafür geht's dann. Drei Planeten, zwei Rassen ist schon okay, aber ja. Mhm. Ja. Ich denke mal, die werden auch ein bisschen DLC noch nachliefern. Das wird noch kommen. Und was ich ganz gut finde, die haben, glaube ich, auch schon gesagt, es wird keine Mikrotransaktionen geben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr gut. Das wird dann halt über DLCs gelöst. Okay. Ja, das klingt fair. Ja, aber ein DLC ist so eine Makrotransaktion eigentlich. Das stimmt, aber meistens bekommt man da ja auch ordentlich was und nicht nur so einen doofen roten Schal oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon drin seid, bei mir steht wieder Serverbeitritt, aber ansonsten, da müsste so eine kleine Konsole irgendwo sein, wo man den Spielmodus wechseln kann. Ja. Oh, der ist direkt bei dem Landungsschiff. Krogi spielt gerade Gothic 1 Classic, wurde mir da angezeigt. Weil wir gerade reden, kommen wir hier nicht weg. Stimmt, ja, wir können uns nicht so richtig bewegen. Also du bist ja nicht wieder in dieser Lobby, wo wir eben gestartet sind. Mach das gerne einmal. Ihr könnt auch erstmal... Ja, nö, wir gehen hier raus. Vorne, da, wo die beiden Typen stehen, da müsst ihr hin. Da, wo Walle gerade hinguckt. Okay. Rechts, warte, nein, zurück. Achso, ja, warte mal. Hier links direkt, das Ding. Das hier, okay. Da muss er dazu noch bei uns. Aber ich bin nicht der Truppe anführer, da muss Simon. Ja, ist verschlossen. Obwohl, es ist gar nicht verschlossen. Sah so aus. Schlachtkarte. Schlachtplatte. Was wollen wir? Genau, und dann die zweite Ewiger Etappe Krieg ist. Oder Kampagne? Da müsst ihr noch Einsätze sein, oder? Einsätze, ja. Einsätze sind, genau. Mal gucken, und einen haben wir freigeschaltet. Wir haben noch mal den ersten, genau. Wir haben nur den ersten. Ja. Dann das ist ja interessant. Achso, jetzt kann ich mir was aussuchen hier, verstehe. Aber, ja. Genau, als Mittelklasse euch auswählen. Das wäre eigentlich gut, wenn wir jeweils ein anderer sind. Ne? Was bist du jetzt, Simon? Welche Klasse hast du gewählt? Ich habe ganz recht, Zerstörer. Zerstörer, okay. Dann mache ich mal Angreifer. Weiß ja noch nicht, was das ist. Also, Sachen, die ähnlich sind. Oh, geil, du hast den Jetpack. Oh, damit kann ich dann noch gleich fliegen, oder was? Den würde ich auch gerne haben, ey. Der ist nämlich richtig nice. Das ist richtig geil, ja. Ich weiß gerade nicht. Geil. Egal. Okay, komm, reicht. Also, ihr könnt auch noch mal wechseln, wenn ihr wollt. So ist nicht. Naja, ich will eigentlich den Jetpack, aber ich glaube, den hat nur einer, oder? Ja, dann nehmen wir den halt beide. Genau, ne? Der Angreifer hat den, genau. Ja, genau, das nehmen wir den beide, wenn du den... Nö, ich kenne den ja schon. Ich sag nur, der ist richtig nice. Ja, ist geil. Ja, dann werde ich jetzt eine gute Zeit haben. So, ich bin versammelt. Es fehlt nur noch... Ja, ich bin immer noch am Server beitreten. Ah, du bist wieder im Laden. Schade, eben ist ja der NPC dann hier in diesem Bereich gelaufen. Dass das diesmal nicht so läuft, ist traurig. Ja, ansonsten müsst ihr mich rauskicken, dann spielt er aber so zweit. Das hat wirklich geklappt. Ne? Wirklich komisch. Ich versuch sonst gleich einfach nochmal nachzujoinen. Vielleicht geht das dann. Vielleicht geht das ja, genau. Ja, dann machen wir das doch mal. Muss mich Simon einmal rauswerfen? Ich schaue schon gerade. Einmal rauswerfen. Yes, ja. Und dann gucke ich mal, ob ich den gleich nachjoinen kann. Kann ich auch nochmal einladen, ne? Er lädt das, glaube ich, bei uns schon direkt. Ja, stimmt. Aber vielleicht geht es ja so wie eben. Das wäre natürlich wundervoll. Ja, genau. Gleich mal. Es kann nur sein, dass du mir den Code vielleicht nochmal geben musst, aber das werden wir gleich sehen. Ich lese mal kurz aus dem Chat. Staffel 3 kommt dann New PvE Maps, New PvP Maps und New Enemy. Klasse. Ah, also, sehr gut. Da kommt, also gut zu wissen, dass da nochmal eine neue Feindklasse dazu kommt. Auf jeden Fall. Das finde ich gut, ja. Weil ich dann, Moment. Weil ich im Chat gerade gefragt werde, ich finde die Grafik grandios. Also das rundet das ganze geile Gameplay nochmal ordentlich ab, dass das dann noch alles so geil aussieht. Also da haben die Trailer tatsächlich nicht zu viel versprochen. Endlich mal ein Spiel, was das halten konnte. Und dabei sogar auch noch flüssig ist. Simon, kannst du mir nochmal deinen Code geben? Ach, hier stimmt der Code. Kurz. Bist du bereit? Wie genau... weißt du zufällig, wie es geht, Walle? Ja. Wie komme ich zu dem Code? Da bei dem Schlüssel oben. Du warst schon fast da. Ach, das Ding. Ja, doch, okay. Ja. Moment. Das so. Und dann das, genau. Genau da. Und da steht er dann. 4EXHB. 4... EXHB. Gut, versuchen wir es mal. So, wie benutze ich jetzt das Jetpack? Das ist, glaube ich, Leertaste gedrückt halten oder Shift gedrückt halten. Ich glaube, es ist ich brauche Gamepage. A zum Fliegen? Nee, auch nicht. Okay. Ja, dann Kreis.
Auch nicht? Die Ausweichentaste ist es, glaube ich. Ja, das ist ja Kreis. Kreis ist Granate, ne? Genau, ich habe eine ich weiß nicht mehr R1. Egal, vielleicht geht's auch noch nicht. Doch, das geht. Meinst du, das geht hier schon, oder was? Weiß ich nicht. Aber ich kann's nicht für dich ausprobieren. Ich bin da, liebe Leute. Sehr gut, super. Geil, dass es geklappt hat. Ich guck mal ganz kurz hier einfach. Ach, da unten seid ihr. Wir sind nur so ein Stückchen schon gegangen. Yes. Hallo. Ich finde das schon noch raus mit ich kann ein Schild Y. Machen. Ach so, da wo vorher meine Spezialfähigkeit. Stimmt, genau. Ah ja, oh, wie geil, jetzt habe ich es getestet. Du hast einen zweiten Jump noch und du kannst die kombinieren. Und du kannst, wenn du R1 oder so gedrückt hältst in der Luft, kannst du so einen richtig mächtigen Fix machen. Also okay, das versuche ich jetzt ständig machen. Direkt mal. Okay, jetzt ich war zu langsam, aber ich muss es ja auch erstmal lernen. Und du hast auch einen fetten Energiehammer. Ja, der gefällt mir auch total gut, direkt. Hammer. Hammer, Hammer. Hammer. Aufs Fressbrett hier direkt dem Kollegen. Zack. Hier, kennst du schon meinen Hammer? Ist der Hammer. Ja. Ah, hier gibt's Rüstungsschub, wenn ihr euch das holen wollt. Oh, was ist das? Kriegst du ein Rüstungsteil, was irgendwie neu ist jetzt. Gleich zu vorher. Da gab's das nicht. Ach so, ein viertes. Ja, so eine vierte Waffe. Verstehe, das ist ja geil. Ja, gut. Irgendwie der zweite Jump, den habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Er muss aber gedrückt halten, die Jump-Taste. Ach so, okay. Wo kommt der? Ah ja, okay, das muss ich aber auch relativ lange rechargen. Ich habe es zweimal sehr krass auch verschwendet. Also ich muss es noch ein bisschen einsetzen lernen, aber das kommt. Ich gebe uns hier mal einen Banner. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich kann einen Banner uns hinstellen. Ja, vielleicht so ein Buff, so wie so ein Schamane irgendwie. Wahrscheinlich, ja. Achso, ich klaue dir die ganze Zeit die Executions. Ach, gar nicht schlimm. Hauptsache, wir ballern alle drauf. Dann haben wir jetzt zwei Nahkampfklassen und den fetten Boater von Simon. Ja, nice. Ist so eine gute Verteilung. Jetzt lern doch mal den Jetpack. Ah, jetzt habe ich mal den von oben gemacht. Oh, und das Wasser den macht doch so eine geile Welle dann. Aufladen und alles. Oh, ja, kommen auf jeden Fall einige noch. Oh, nice. Gibt die Klasse jetzt schon. Ja, ich hab auch so sehen, dich markiert. Boah, der hat echt Wumms. Ich stürze mich mal direkt ins Nahkampfgetümmel. Ach, der ist. Ach, schade, ich wollte mir mal die Exekution dieser Klasse angucken. Entschuldigung. Und er war schon wieder tot. So schnell geht das immer. Falls, ich hab kein Leben mehr. Falls ihr ein Schild braucht, also gleich, sagt einfach Bescheid, dann baue ich doch mal eins auf. Aber bisher ist er eigentlich immer noch vorne. Mhm. Dann lohnt sich das nicht. Das ist ein Medipack, wenn man braucht? Ja, ich nehme das mal mit. Mhm. Kommt doch her! Es sind aber echt wenig Gegner hier. Bisher, ja. Oh, da unten. Oh, pass mal auf, da mal jetzt den hier. What? Damit habt ihr nicht gerechnet, ihr Deppen. Hier, den hast du jetzt mal. Den hast du jetzt hier. Oh, jetzt den will ich exekutieren mit dem Hammer. Oh, schön. Ah, toll. Und nochmal. Oh, mit dem Messer habe ich das gemacht. Nee, mit so einem Zahn. Das war der Alien-Zahn. Den habe ich mir abgenommen und ihn damit selber mit seinem eigenen Stachel. Das ist ja fies. Ganz widerlich. Das ist auf jeden Fall demütigend. Demütigend, genau. Ja. Oh, über uns ist so ein Fliegeding. Ich habe keine Munition mehr. Ich kann nichts dagegen machen. Ich sehe es nicht. Ah, ich sehe es. Ich baller mal drauf, ne? Oh, das sieht gerade nicht so gut aus. Ey, könnt ihr gerne zum Banner kommen? Dann kriegt ihr ich habe hier, kommt zu mir, ich habe eine Wand aufgebaut. Ah, sehr gut. Ah, das Ding ist weg. Der Typ ist tot. Nee, er ist gelandet einfach nur. Ach, das ist hier, ich verstehe, ich nehme das Ding immer mit. Ach so, du hast es um dich rum, dieser Schild da. Ja, ich dachte, den kann man wie in Overwatch irgendwie so aufbauen. Ja, ich glaube, jetzt ist er doch an seinen Verletzungen gestorben. Er wurde mir zumindest nicht mehr angezeigt. Ich habe an Verletzungen gestorben. Okay, das finde ich gut. Bisschen so was anderes als Overkill oder Ultra, oder? Died by its wounds. Oh, schön. Ich gucke auch gerne einfach zu, wie Valentin mit dem Hammer zu hauen. Ja, das macht Spaß. Ja. Oh, ich brauche dringend Munition. Die Munition ist echt rar gesät. Ah, Munition. Sehr gut.
Ja, müssen wir runter, springen, ne? Wir mal hier runter, würde ich auch sagen. Zack. Oh, hinter mir höre ich was. Was ist das denn? Ist hier wieder so ein getarntes Ding? Ja. Oh, der bufft sich. Oh, da ist eine Munitionskiste, glaube ich. Oder? Oh, ja, das ist sehr geil. Hier, wo ich bin. Gott sei Dank. Das ist perfekt für dich. Und hier ist auch eine Medipack, wenn auch jemand braucht. Brauche ich gerade nicht, danke. Ich nehme mal die Melterbombe. Und hier sind noch Granaten, wenn er möchte. Der Melter ist fantastisch. Wenn du den als Waffe hast, das ist eine Art Feuerschrotflinte. Und ist mit meinen Lieblingswaffen, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, komm ich hier durch. Lass mich hier durch. Ich will den exekutieren! Oh, Entschuldigung, da kam ich gerade angeflogen. Ihr müsst euch nicht kennen. Da kommt schon wieder der Nächste. Es gibt genug für alle. Ja. Dürfen alle mal exekutieren. Oh, da bin ich mal dran. Oh, jetzt ist hier alles grün. Ja, alles so hier, wenn, genau. Gasattacke. Bin ich aber nicht so gut. Ja, unübersichtlich dadurch. Das ist so geil, wenn du auf dich drauf landest, jemand zerplatzen. Ja, ich lieb das auch. Schön. Hier ist Rüstung. Oh, ich nehme mir eins. Ja, macht immer. Das sind diese kleinen Leisten unten. Mhm. Okay, warte mal. Genau. Ja, okay, ich habe auch eine. Ja, die gehen auch wieder weg, ne? Also, wenn man jetzt eins lootet und man verliert es dann, dann regeneriert sich das Gelootete nicht mehr. Habe ich zumindest gerade bei mir beobachtet. Das ist eine gute Frage, muss man Lore-Vorkenntnisse haben, also den Vorgänger gespielt haben. Ich glaube, dass es da so einen gewissen, da gibt es schon eine Fortführung der Geschichte. Ja. Ich fand es jetzt aber auch nicht so wirklich, als ob man es haben muss. Also ich fand die Geschichte nicht, jetzt aber wirklich nicht so wahnsinnig spannend bisher. Ich fand es alles interessant, aber nichts, wo man sagt, ich hätte so gerne gewusst, wie er in der Deathwatch jetzt gelandet ist oder so. Wenn man das Spiel kennt und Vorkenntnisse hat, dann sieht man halt überall kleine Nods zum Tabletop oder zur Story. Also das kriegt man schon alles mit, aber man muss es nicht haben, das stimmt schon. Ich habe den Vorgänger auch nicht komplett gespielt, glaube ich, und ich bin trotzdem, habe mich gut zurechtgefunden. Boah, wie viele jetzt plötzlich kommen. Ja. Meine hat gar keine wirkliche Nahkampfwaffe, der haut einfach nur mit seiner Waffe zu. Ja, für Nahkampf ist viel zuständig, ja. Mein Banner regeneriert Schild. Oh, shit, ich hab ein bisschen zu viel Spaß gehabt gerade. Bin da? Oh, jetzt bin ich aber auch fast tot hier. Uiuiui. Komm mal schnell zu euch. Ja, hier vorne ist noch einer, den du gleich exekutieren kannst, wenn du willst. Ah, der wird schon exekutiert. Das ist schon in Arbeit. Ja, sehr gut. Oh, jetzt langsam wird es aber hier mal eine Zeit lang nicht getroffen werden, damit ich mein Leben regeneriere. Ich glaube, ich sterbe zum ersten Mal tatsächlich jetzt gleich. Nur noch ein. Alter, der eine ist aber irgendwie auch richtig gerade stark. Achso, ich habe aber noch einen Stim. Ah ja, sehr gut, okay. Gerade so saved. Wo sind? Ich vercheck nicht, wovon ich getroffen werde. Ach, da. Ich nehme mal die beiden, die hinter uns sind. Eigentlich schade, dass wir keinen Bosskampf gesehen haben, weil tatsächlich ist doch mal ein bisschen anders. Ich würde auch sagen, ja. Ich bin am Boden. Ja, ich komme sehr gerne. Sehr gut, hilf ihm erstmal. Wir sind auch beide ganz schön. Ja, eben. Es ist gerade hier generell wild. Ich glaube, ich bin gleich tot, aber ich versuch's trotzdem. Nee, geht. Oh, ich bin wieder da. Sehr gut, danke. Oh, ich bin sowas von fast tot die ganze Zeit. Das ist so eine krasse Action dadurch. Oh, nee, jetzt mach mal nicht. Jetzt gerade. Bitte, jetzt trifft mich mal nicht. Hat schlechtes Timing. Ja, sehr gut, ihr seid da, das ist gut. Exekutier ihn. Sag mal, Walla, dass er mit dem Jetpack über die grüne Grütze drüber springen kann. Ah. Welche grüne Grütze? Also, als es eben alles so grün war, oder was? Wahrscheinlich, ja. Okay, versuche ich gleich mal. Danke für den Tipp. Bin noch in der Lernphase. Verzeiht mir, wenn ich noch nicht die perfekten Moves mache.
So, wo müssen wir hin? Hier oben. Ja. Da oben, okay. Was ich ganz gut finde, diese Nebeneinsätze, die erzählen quasi so einen Nebenstrang von der Hauptgeschichte. Und das, da gibt es dann auch immer so, man trifft quasi die Leute, die man hier in den Einsätzen spielt, in der Hauptgeschichte auch immer. Ah, okay. Die geben dann damit an, was sie alles gemacht haben und so. Das finde ich verstehe, das ist sehr cool, ja. Gute Idee. Was ist das denn für ein krasses Gebäude? So eine Raffinerie vor uns. Ah, ja, ja, hier ist die Industrie. Mitten im Dschungel. Bam. Und natürlich das Wichtigste für jeden Warhammer-Fan ist, man kann natürlich auch seine Rüstung einfärben, verschiedene Orden angehören und alles. Ach, nice. Deswegen bin ich grün und ihr seid blau. Ach, das hast du schon gemacht gehabt, okay. Jetzt. Hier? Oh, da sind wieder diese Sporenminen. Ah, scheiße, ich habe mich in der Grafik verloren. Ich muss wieder kämpfen. Ich habe mir gerade so glänzende Rohre angeguckt. Was bringt das Banner nochmal? Er ist halt Schilde. Oh, das ist sehr gut. Ach, ich habe nicht richtig gezielt, scheiße. Ich habe meinen Jetpack angegriffen. Oh Gott, ich bin viel zu sehr geschehen. Ich komme wieder zurück, Leute. Uiuiui. Bei dir, Walla? Danke, danke. Ach, fuck, diese ganzen schießenden Gegner, die machen mir immer den Gar raus. Ja, die sind hart. Komm schon. Mann. Nein! Jetzt hört mal auf, da hinten rumzuballern. Und jetzt auch noch von rechts, oder was? Meine Güte, von allen Seiten schießen die mich gerade ab. Ich glaube, diese Schussleute müssten... Nee, da kommt wieder der Nächste. So. Ach fuck, nee, das habe ich falsch gemacht. Jetzt kommt... Oh, ich bin tot. Komme. Oh, ihr aber auch fast. Danke, danke. Aber bei mir sind auch Gegner und so. Das ja, warte, ich muss die kurz exekutieren. Ja, ganz wichtig. Ja. Kann dir auf jeden Fall ein bisschen hier Deckung geben. Sehr gut, sehr gut. Danke, Leute, das war beste Arbeit. Ich liebe Ich bin tot. Okay, wir helfen ja, dir. Weil ich es sehr gut finde, man kann seine Kollegen sehr schnell wieder hochhelfen. Ja, das ist echt gut. Ich kümmere mich hier derweil um das Vieh. Jo. Ja, okay. Welcome back. Bedrohung eliminiert. Nice. Das war mein Teamwork. Ich glaube, das ist die Geheimwaffe der Space Marines. Sie können sich gegenseitig wieder hochhelfen. Das können die Tyranniden. Und deswegen verlieren sie den Krieg. Ja, kann ich verstehen. Ah ja, das ist so eine powerful ability. Da kommen sie runter. Oh, ich habe die ganze Zeit diese Meterbombe, die funktioniert bis heute. Naja. Wir müssen in die gegensätzliche Richtung. Okay. Ist nicht schnell genug geblockt. Hallo? Ist hier jemand? Obwohl hier weniger Keine Gegner mehr. Sind, finde ich es schwerer als die Hauptkampagne. Also ich habe in der Hauptkampagne nicht so ein Problem mit meinem Health Management gehabt. Na, vielleicht ist dein Charakter einfach auch schwächer. Das kann auch sein, ja. Lektor. Ich glaube, wir müssen, ja. Auf mir. Ja, okay, wir kommen. Ich sehe es nur noch nicht. Wo bist du? Ach, da hinten. Ah, jetzt haben wir dich. Wir kommen. Stirb, du bist Vieh. Ah, Gas, Gas. Na, wo bist du? Komm raus. Achtung, jetzt ist irgendwo unter der Erde. Oh da. Ja, hier bei uns, ja. Oh, der lebt ja noch hier, was ist mit dem? Ah, ja. Ah nee, der lebt nicht mehr. Oh, ich habe einen lustigen Glitch hier erzeugt. Der sieht aus, als würde der leben, aber lebt nicht. Dankeschön. Ihr seht, wie der sich dreht? Das ist ja mega geil. Ich dachte, ist das Vieh jetzt noch hier? Ich dachte, das ist die Ability für Vieh. Vorbei, leider. Ja. Durchgedreht. Oh, hier ist was. Hinter. Ja. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Zack. Ist kurz in den Generator gesprungen und jetzt kill ich's wieder mit seinem eigenen Stachelding. So muss es sein. Warum wertvolle Munition und Energie verschwenden? So. Sieht das cool hier aus. Mann. Hier ist irgendwas. Echt schön detailreich gestaltet, diese Levelbereiche. Ah, hier könnt ihr eure Wasser nochmal ändern, wenn ihr wollt. Was, wo? Ach, da. Nee, ich mag meinen Hammer. Aber cool, dass das geht. Ich nehme meine Energiefaust. Das klingt auch cool. Mal gucken, ja, was ich hier...
geile Sache. Plasma-Brenner. Oh, Multimelter. Alter, ich geh ein. Das ist ein richtig krasses Ding, glaubt mir. Guckt euch mal allein dieses Rohr an. Ja. So scheiße, Alter. Da muss ich aufpassen, dass die Penner nicht drin schlafen. Aber komm. So, weiter geht's. Riesige Gegnerwelle steht da. Ja, fantastisch. Ich bin gespannt. Ich auch. Kommt doch her! Die machen wir fertig. Es sind vier. Riesige. Das sind nur die, die uns melden. Na, wo sind sie? Hier ist noch Muni, falls jemand braucht. Oh ja. Ich hab's markiert. Ja, ja. Ah, ja. Perfekt, danke. Und hier ist ein Medipack. Oh, das könnte ich gerade sehr gut. Ja, nimm du mal, ich hab eh schon einen. Ah, klasse, danke. Nimm es gerne. Top, top, top. Weiter geht's. Guten Tag. Das ist eine gute Frage. Wieso spielt sie jemand mit so wenig FPS? Weil ich auf der PS5 spiele. Damit ihr das vergleichen könnt. Qualitätsmodus auch, ne? Das kann sein, du hast was gesagt. Ne? Ich stelle mal ein. Ja. Moment, lass mich das gerade mal einstellen, dass man da auch nochmal die Unterschiede sieht. Leistungsmodus, Geschwindigkeit. So, ja. Da seht ihr, Alter, guckt ihr es an. Ach, sieht ein bisschen weniger scharf aus, aber ansonsten ist es so viel flüssiger jetzt. Ach, nice, okay, das lohnt sich bei dem Spiel schon. Bin auch. Oh, da bin ich ausgewichen. Shit! Ah! Was tust du mir an? Oh, shit! Hallo, und ich hab doch geknockt. Aua! Boah, der hat mir mit einem Hit so viel abgezogen gerade. Ja. Krass. Die machen ja ein Damage hier. Ja, super Schrotflinte. Sowas wie ich viel häufiger mal haben. Batz, Junge! Batz! Oh, der war exekutiv. Batz! Batz! Hey! Ich war hier am Batzen. Was ist mit euch los? Oh, da fliege viel, fliege viel. Ich mach doch, wenn ihr hämmert, komm ich auch nicht dazwischen. Wo? Ich krieg den nicht von hier. Der Flieger, einer muss den Flieger von euch machen. Ja, ja. Ich habe hier gerade ganz viele neue Freunde gefunden. Ja, der Flieger ist wirklich Priorität. Ja, ja, aber ich habe ihn gemacht. Alles sehr gut. Sehr gut. Das ist echt. Oh, shit. Ich bin wieder tot, ich muss erstmal vor den Fliehen hier. Gott sei Dank habe ich ein Jetpack. Nein, das kann man nicht über Zäune benutzen. Oh Gott. Komm mal zu euch jetzt. Alter, da sind super viele auch bei mir. Achso, okay, ja, dann locke ich meine mal nicht zu dir, sondern kämpfe wie ein echter Marine. Ah. Oh. Aufs Fressbrett. Was macht ihr mit seiner Peitsche? Jetzt hör auf zu peitschen, Mann. Du kriegst jetzt auf. Ey, einer von euch muss hier mal Nahkampf machen. Ich bin hier ganz schlecht. Ich krieg das gerade nicht hin. Ich bin gerade selbst umzingelt. Wir sind, glaube ich, auch leider gerade ein bisschen zu viel beschäftigt. Aber okay, okay. Ich habe noch eine Granate und das war's dann. Okay, ja, ich bin jetzt gut. Gleich. Bin ich da? Wieso kann ich nicht mehr steuern? Könnt ihr noch steuern? Ah, jetzt. Ja. Ich war kurz gefreezed. Spannend. Okay, aber geht wieder. Shit. Ich kann euch gerade nicht helfen. Ja, ich versuche gerade zu euch zu kommen, aber nee, ich muss erst meine hier besiegen. Ich kann nichts machen. Das wird nichts. Oh shit, das wird schwierig, ja. Komm schon. Wir haben auch den Fehler gemacht, die Generatoren nicht zu verteidigen. Ich komme. Achso, dadurch ist es jetzt schwerer geworden, oder was? Nö, aber ihr verliert es gleich. Ich bin gleich da, Simon. Willkommen zurück. Ah, oh, du hast es noch geschafft, sehr gut. Jetzt ist er zum Generator. Oh, den habe ich nicht mehr gesehen, scheiße. Jetzt bin ich auch fast tot. Nein, ich bin tot. Okay, warte. Oh, Moment. Nein, wieso hat er den nicht geblockt? Der Generator ist kaputt. So, ja, wir spielen noch weiter. Jetzt komme ich zu euch. Rüber. Ah, ihr seid wieder im Leben. Okay, habt euch wiederbelebt. Sehr gut. Ah, doch, Niederlage. Ach so, okay. Ja. Ach, ich habe aber ehrlich gesagt auch null gecheckt, dass wir was hätten machen müssen. Ich dachte, wir waren halt so in dem Gemetzel gefangen. Ja, ja. Okay, krass. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt viel herausfordernder, als das, was wir vorher gespielt haben. Das ist vielleicht so ein bisschen was für, wenn man dann doch schon ein bisschen mehr drin ist, die Klasse vielleicht schon ein bisschen mehr kann. Ja, ach, wir waren eigentlich ganz gut. Also wir hätten das jetzt auch noch geschafft. Also war halt einmal dann immer, ne? Bist einmal bis in der dummen Situation voneinander entfernt.
Kannst du ja, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Es wäre für mich mehrere Male viel schlauer gewesen, mehr bei euch zu bleiben, tatsächlich. Also dadurch, dass wir sehr weit entfernt waren, dann sich schnell zu helfen oder so. Man kann ja quasi so Rücken an Rücken an Rücken stehen. Und dann, wenn so Horden halt aus allen Richtungen kommen, ist es, glaube ich, schlauer. Probiere ich gleich mal mehr darauf zu achten. Ah, hier sehen wir auch mal ein bisschen ein paar Stats. Ah ja, da steht dann, wie viel Damage und so mal gemacht habe, oder was? Ah, oh, ja. Stimmt, ja. Kills, okay. Und man kriegt Erfahrungspunkte, genau. Stell dir mal vor, das ist dein Tinder. Weißt du, das sind so deine drei Tinder-Profile, die du heute Abend hast. Ja. Ich weiß nicht, wen ich da wählen würde. Ja, auf jeden Fall Steffen, der hat die meisten Steffen, Kills. Steffen, ja, der hat eine Maske auf, immerhin. Ja, stimmt, da kriegst du die Wundertüte. Ey, mir fehlt da die Hälfte vom Gesicht. Mich würde ich da nicht daten, ganz ehrlich. Hey, aber als Space Marine ist das vielleicht ein Schönheitsideal. Es stimmt, kann sein, ja. Ich bin so an Gesichter gewöhnt irgendwie. Sind mir die so wichtig immer beim Dating. Wenn ihr irgendwas bei euch anpassen wollt, es gibt hier hinten die Armory, da könnt ihr Sachen anpassen. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Erfahrungspunkte für was Neues, aber wenn ihr irgendwie eine andere Klasse wollt oder so, die ist hier hinten. Ja, Simon, willst du mal die coole Jetpack-Hammer-Klasse spielen? Ich probiere mal eine andere aus. Was ja. sagst du? Ja. Ich glaube, hier hinten. Hier hinten. Komm mal mit. Ich glaube, es ist hier. Da kommt gleich hier der Computermann runtergefahren und dann. Ah, der, ja. Kann man hier ein bisschen was einstellen. Okay. Ja. So, okay, cool. So, also. Die Jetpack-Klasse. Wie ist das denn? Der Angreifer müsste es sein. Ja. Dann nehme ich mal einen Zerstörer. Hat jemand eben den Verteidiger gespielt? Du, Steffen, ne? Ah, hier sieht man bei mir mal den Baum der Waffen, die man sich freischalten kann. Ah, ja. Die Leute, die es interessiert. Cool. Ich nehme mal den Plasmabrenner. Dann brauche ich aber hier eine leichtere Pistole. Okay, interessant. Guck mal, ich hätte die Wahl, das ist ja auch lustig, ich kann mir eine riesen Energiefaust geben. Ist geil. Energiehammer, ja, Kettenschwert oder Faust? Ja, dann nehme ich natürlich die Faust jetzt. Das ist ja sehr gut. Oder will einer von euch den Hammer? Oder weil ist der Hammer gut? Also der hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Der macht viel so einen Flächenschaden. Ja. Faust weiß ich jetzt nicht. Ja, aber Hammer ist, glaube ich, besser für mich wegen dem von oben kommen. Ja, ne, glaube ich auch, ja. Okay, ich bin im Grunde fertig. Guck nochmal hier mal bei mir kurz. Es gibt schon, wenn man die später freispielt, echt cool aussehende Rüstungen. Da ist dann richtig viel so Kleinscheiß dran. Das ist sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das motiviert tatsächlich ein bisschen hier, das nochmal freizuspielen. Wenn du mal auf Astartes Orden gehst, nochmal bei Rüstung bearbeiten. Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Hier, da war eine grüne Ebene. Und dann genau, da siehst du auch, welche Orden es alles gibt. Also es gibt quasi fast alle der ersten Gründung, einige der zweiten Gründung. Ja. Also da gibt es alles, was man eigentlich braucht. Okay, sehr cool. Aber die bunten, die sehen mir zu bunt aus. Da bin ich ein halber Power Ranger. Das finde ich nicht so cool wie diese anderen, die so golden sind und so. Verstehe ich. Und die Space Marine Blau, das hat irgendwie auch was. Also da ist doch schon viel zum Anpassen, merke ich gerade. Ja, hatte ich auch nicht so viel erwartet, muss ich sagen. Klassenvorteile, man verschiedene Level, die man hochschaltet, doch noch mehr als im Singleplayer. Ja. Ja. Ja, krass, okay. Dann würde ich sagen, let's... Was spielst du jetzt, Valentin? Verteidiger, was du eben hattest, ne? Achso, okay. Jetzt bist du gerade wieder Angreifer, glaube ich. Nee, ich bin Jetpack. Nee, also Simon hat ja Angreifer. Nee, aber du bist auch du bist auch Angreifer. Achso, nee, weil ich halt aus dem Menü noch nicht gegangen war, dann ist man noch nicht, ist die Appearance noch nicht geändert. Okay, boah, sind hier viele Kerzen. Was ist das denn? Ich könnte mir den ganzen Tag hier auch noch alles angucken. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich diesmal direkt mitkomme. Ja, ich bin ja schon mal im Menü, das ist schon mal nicht schlecht, also hier in der Lobby. Ja, aber es hat ja bisher jedes Mal auch so ganz gut geklappt. Also ich bin echt erstaunt, dass wir es jedes Mal dann doch noch hinbekommen. Ja. Schön den Bug umschifft. Und vielleicht, ich mache vielleicht nachher mal im Forum irgendwie einen Thread auf, wenn man mal Leute für Multiplayer sucht. Finde ich das ganz gut. Ach, gute Idee, ja.
Aber weil nur im Chat gefragt wird, keine Sorge, also ihr werdet da nichts verpassen. Ich werde hier euch definitiv noch häufiger nerven, sobald das Ding da ist. Im Oktober kommt es raus und so. Also ihr werdet nicht verpassen, wenn das Ding da ist. Man kann es ja dann noch über einen Rocket Beans Shop bestellen und so. Ich hoffe aber, man findet dich dann auch in lokalen Einkaufszentren zu einer Signierstunde. Ich bin ja in Berlin, also wir haben ja kurz Zeit, dann kann ich. Obwohl, mach du mal deine Klasse. Ja, mach ich warte noch auf euch. Alles läuft soweit. Genau. Ich bin in Berlin, Hamburg und Köln. Mhm. In München auch. Ach, cool. Mit, muss ich hier noch was einstellen oder wirklich gar nichts mehr? Wähle eine Mission, doch. Ja, wir können leider nur die erste nehmen. Wir kriegen die zweite erst, wenn wir die erste geschafft haben, und wir sind sehr schlecht. Ja, das heißt, wir probieren es einfach nochmal. Aufklärer. Genau, wir probieren es aber nochmal. Ich habe jetzt meinen Aufklärer genommen. Mhm. Gucken wir mal. Und tut mir leid, ein letztes Mal. Wenn einer noch irgendwas dazu haben will, Patreon/Boese, da ist dann sind die Daten und so. Findet man noch überall bei irgendwelchen, wo Karten verkauft werden, kann sich jetzt schon buchen. Ach klasse, die Abende. Das wird richtig geil. Hier in Hamburg ist der Wolf dabei. Changeman ist wahrscheinlich in Berlin dabei. In Köln meine ich. Das heißt dabei, die. Also die als Gäste. Wir haben auch Gäste. Wir haben dann darüber zu sprechen oder lesen die dann? Na, also ich hätte es vielleicht erklären müssen. Ne? Ich hätte es wirklich erklären müssen. Wir machen so ein Horror-Event. Ja. Und alle Spiele, die man da im Experience spielen kann, sind dann von mir kuratierte Horrorspiele aus meiner Vita der Videospiele. Also Resident Evil, Silent Hill, Maniac Mansion, so Sachen, die mich geprägt haben. Mhm. Überall laufen so alte, schlechte Horrorfilme, wenn alles gut läuft. Wahrscheinlich gibt's auch so Cosplay-Möglichkeiten. Wer Bock hat, kommt halt so rein. Ja. Eintritt 6,66 Euro. Oh, schön. Um die falschen Leute fernzuhalten. die Hübschen machen Musik. Und wir haben Aria Adams als Elvira führt durch den Abend. Das ist ja richtig krasses Programm. Also es ist so wird ein richtig geiles Ding. Wow. Und ich lese auch vor. Aber primär geht's mir mehr darum, um dieses Happening, eventige Horror-Quiz, Horror-Talks. Ja, finde ich gut. Klingt super. Ja, ich durfte ja auch schon ordentlich in dein Buch reinlesen. Also du hast natürlich jetzt die unkorrigierten. Also nur ganz kurz, wir quatschen jetzt nicht, obwohl hier, es ist Ladezeit. Wir warten nur die Ladezeit ab, tatsächlich. Henny, du hast mir doch immer die neuen Versionen geschickt. Ja, aber ich habe dir ab der Lektorin habe ich dir nichts mehr geschickt. Ah, okay. Das war quasi meine Korrektur und da hat sich so viel verändert. Ach krass, okay, darauf bin ich gespannt, auf die Veränderungen. Komplett verändert, Enden haben sich verändert. Wow. Da ist richtig viel passiert, ey. Okay, cool. Jetzt wird es unangenehm mit der Werbung. Es tut mir ja leid, ich kann es hier nicht ändern, aber wir warten immer noch. Ne? Das ist zeig doch kurz vor dem Bildschirm, dass mir die Leute glauben, dass wir nur versuchen, Zeit zu füllen. Wir überbrücken das einfach, weil uns langweilig ist. Wir können ja, hast du ein Buch geschrieben? Leider noch nicht, Okay. Steht auch auf meiner Bucketlist tatsächlich. Ich schreibe noch eins. Gut, Steffen, hast du ein Buch geschrieben? Du hast auch ein Buch geschrieben. Siehst du? Das sind halt unsere Themen. Wir sind Medienleute, wir schreiben Bücher. Und worum geht's da? Entweder Podcast oder Bücher, eins von beiden. Ich habe das ABC der Rollenspiele geschrieben, also ein Rollenspielratgeber. Pen and Paper. Nice. So, das ist doch geil. Machen wir ruhig mal ein bisschen Werbung für unseren Shit. So. Das wirklich, ist doch ganz schön auch mal. Was würdest du denn schreiben wollen? Ey, ich glaube übrigens, das wird nichts mehr, ne? Aber was würdest du denn schreiben wollen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, morgen das zu machen? Ich glaube eher sowas Kolumnistisches, Allzeit. Sowas Soziologiemäßiges. Also regelmäßige so Feuilleton. Nee, also wie eine Kolumne aufgebaut ist, nur als Buch. Also schon ein klares Meinungsbit sozusagen. Ah, so ein aber, Sachbuch dann. Aber genau, so ein Sachbuch, aber über so eine Gesellschaftstheorie oder so. Ah, okay. Ja. Ja, sowas so mit Recherche ist mir immer zu aufwendig. Ich glaube, ich bin nicht so ein guter fiktionaler Schreiber oder so, aber beschäftige mich unfassbar viel mit Gesellschaft und solchen Dynamiken aus so sag nicht, dass Hobbygründen. Etwas vielleicht nicht. Genau, ich könnte es lernen, natürlich, aber man nimmt ja auch gern die Stärken, die man schon hat und packt sie dann in ein Buch oder in ein Videospiel, deswegen in Musik, was auch immer. Deswegen mache ich Pornos seit 20 Jahren. So, eben. Man muss mit dem arbeiten, was man schon in der Hose hat. Ja. Ey, es ist einfach, es wird einfach nichts. Ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt hier wieder. Soll ich mal rausgehen vielleicht? Ja. Also ich glaube, das geht tatsächlich nur, wenn wir beide schon in-game sind und Steffen nachjoint. Das ist der einzige Trick. Das können wir nochmal versuchen. Was anderes fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich komme leider aus dem Menü nicht mehr raus. Ich bin weiterhin im Serverbeitritt. Oh, da steht es gerade im Chat, ich muss ein Buch über Grafik schreiben. Ja, das wäre auch was, wo ich jede Grafiktechnologie einmal erkläre oder so. Das fände ich mega geil. Ich bin mal rausgegangen. Ja. Müsst ihr beide mal zusammen oder wollen wir zusammen? Es gibt noch diese Möglichkeit. Ich glaube, es ist am einfachsten, weil ihr beide seid ja im gleichen Netzwerk. Genau, und das hat vorhin easy funktioniert. Also ich auch ihr beide mal. Nur eben ist er auch nicht reingekommen, deswegen.
Aber es war immer nur, weil ich mit dabei war. Du bist so ein bisschen der Freund, mit dem man auf die Party nicht kommt, weil du die falschen Schuhe anhast. Genau, nee, ihr beiden seid okay, aber weiße Turnschuhe, Leute, das wisst ihr doch. Und dann sind wir alle sauer. Ey, Steffen, wir haben dir gesagt, zieh nicht die Turnschuhe an. Ich hätte vorher nicht sagen sollen, dass ich keine Space Marines spiele. Wahrscheinlich ist es das. Die haben auch auf jeden Fall dicke Stiefel. Da würde ich gerne mal so einen Schuhvergleich sehen zwischen dem von Dead Space und den Space Marines. Ja. Vielleicht dem Doom Guy halt auch noch. Einfach so ein. Ich glaube. Das ist doch was für Home, so der große RBTV-Videospiel-Fußvergleich. Kann man auch direkt Unfans mitmachen. Das kannst du eigentlich mit jedem Liedmaßen einmal durchmachen dann. Ja. Genau, dann versucht ihr mal eins zu machen und sobald ihr im Spiel seid, dann versuche ich nochmal nachzujoinen. So machen wir es. So wie es eben schon mal funktioniert hat. Ja. So, das ist wieder weg. Ja, wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, liebe Leute da draußen. Wir haben jetzt noch 10 Minuten bis home. Beziehungsweise dann habt ihr noch mal so ein bisschen 10 Minuten Verschnaufpause und wir auch, weil wir müssen ja auch über ein Studio und so. Aber ich glaube, wir können diese Mission also gar nicht mehr schaffen jetzt. Zeitlich einfach. Ich hätte gern noch ein bisschen mit dem Jetpack gespielt, wenn ich ehrlich bin. Weil den finde ich schon sehr. Es gibt in der Singleplayer gibt's so einen Moment, wo du den hast und dann kriegst du ihn wieder abgenommen. Und es ist so mies, aber dass dir wieder genommen wird. Ja, das ist ja fies. Ist aber auch okay, irgendwie, sonst bist du echt im Bar. Du kannst es nicht in jeder Map machen. Das geht nicht. Verstehe. So, dann. Guck mal, ob ihr reinkommt und dann könnt ihr mir nochmal den Code geben. Genau, du musst ja deinen Code nur einmal aufrufen. Ich kann ihn ja dann sehen, dann kann ich ihn eingeben. Ich habe vorher hier einmal zack, zack, zack. Hallo, nein. Ja, so. Mal rüber, Lutz. Ja, der Chat hat auch eine gute Idee. Verlängertes Regie-FM kann man, wenn es jetzt nicht geht, auf jeden Fall auch machen. Stimmt. Nee, das geht nicht, weil das brauchen wir genau, damit ich auch noch gebrieft werden kann für die Sendung. Also ich kann da nicht einfach weiterzocken. Hostest du oder was? Genau. Also ich brauche halt diese 10 Minuten schon noch, um zu kapieren, was da gleich abgeht. Moderieren wir zusammen? Ich weiß überhaupt nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich moderiere mit Florentin, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Dann, ich glaube, nächste Woche. Dann ist es ja für mich sehr einfach. Da muss ich ja dann fast nichts machen. Tatsächlich, ja. Das ist immer etwas einfacher, in so einem Bereich einfach nur Gast zu sein. So, wir beide sind jetzt hier am Start. Wir können mal ganz kurz versuchen, reinzuspringen. Ja, aber Moment, ich merke, ich muss die ja auch noch starten. Komm, wir machen direkt schnell spielen. Ja, geht ihr mal. Geht wieder nicht? Doch, ist doch schon. Okay. So, rein. Genau, müssen aber noch haben, den Bereich Code reingehen. Irgendwie aus Versehen gezeigt? Nee, es kann sein, dass ihr jetzt ein Rando dazu bekommt, weil der Code wird ausgefüllt, glaube ich. Ich dachte, dann kommt ein NPC. Schade, okay. Nee. Weil da joint gerade der User Sonok aus dem PlayStation Network. Ja, und es tut mir auch ein bisschen leid. Ich will ihn eigentlich gerade löschen, rausschmeißen, weil das so lange dauert. Ja, er joint halt auch so lange. Er hat das Steffen-Problem sozusagen. Dann hau ihn nach raus. Ja. Hau ihn raus, wenn das geht. Es geht nicht. Okay, ich sehe schon, das wird hier heute echt. Ich glaube echt, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Nee, das ist jetzt Quatsch. Dann lass doch kurz mal lieber von euch mal ein bisschen Feedback, weil ich habe es schon 5 Stunden gespielt. Lass mich kurz mal was sagen. Ich finde es schön. Es ist allerdings ein bisschen repetitiv, ne? Aber macht durchaus Bock. Macht vor allen Dingen im Koop noch mal mehr Bock. Und die Welt ist natürlich ganz toll und du hast ja nicht so viele Möglichkeiten, in der Welt was zu spielen. Mhm. Da ist es schon das Beste, was du kriegen kannst eigentlich, weil der erste Teil natürlich nicht ganz so gut ist wie der jetzt. Ja. Also voll machbar. 7 bis 8 von 10. Je nachdem, wie viel Bock du drauf hast, finde ich. Das klingt sehr, sehr gut. Steffen, sag du mal. Ja, also was man auf jeden Fall sagen muss, das ist Fanservice pur. Also alle Leute, die das Tabletop spielen, die werden in so vielen Ecken und Enden immer wieder Dinge wiedererkennen. Gerade Leute, die entweder Tyranniden spielen oder eben Space Marines, wenn ständig da sitzen und einfach nur ein breites Grinsen im Gesicht haben und sie denken, hey, Moment mal, der mich hier als Figur, guckt mal, das ist geil. Und das ist halt etwas, was Space Marine 2 bis richtig, richtig gut macht. Aber, wie du es auch gerade gesagt hast, Simon, selbst wenn man mit dem Universum nicht viel am Hut hat, selbst dann macht es trotzdem Spaß. Also sicherlich ist es für Leute, die mit dem Universum vertraut sind oder richtig Bock drauf haben, nochmal 2, 3 Punkte geiler. Mhm. Ne? Aber auch trotzdem ist es ein sehr gutes Actionspiel. Gerade die Kämpfe, die so richtig wuchtig sind, machen richtig Bock. Und ich finde auch den Multiplayer-Modus tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr. Jetzt vielleicht nicht, ich würde jetzt keine 100 Stunden reinstecken, ja. Aber gerade so dieses Waffenaufleveln und so motiviert finde ich trotzdem. Ja.
Ja. Und ich kann noch zu wenig Fazit geben, weil ich es noch zu wenig gespielt habe. Aber das, was ich heute gespielt habe, hat mir gerade mit Freunden großen Spaß gemacht. Ich glaube, das ist echt was Cooles, wo man sich auf dem Discord, treffe ich mich zum Beispiel regelmäßig mit Freunden, die ich länger nicht gesehen habe, erstmal nur um zu quatschen. Und wir haben oft ein Game-Problem, dass wir nicht so das Gleiche mögen und oft keins finden, sondern wirklich nur quatschen. Jeder zockt seinen Scheiß für sich. Aber das ist, glaube ich, so, da kommt jeder schnell rein, da kann jeder mal kurz mitmachen. Dafür ist es für mich persönlich top geeignet. Und ja. Ob ich es jetzt allein spielen würde, weiß ich nicht. Das liegt aber, glaube ich, weniger daran, weil das Spiel gut oder schlecht ist, sondern weil es nicht so meine Art Spiel ist, wie ich alleine spiele einfach. Höchstens, um mir nochmal die Textur wirklich ganz genau anzugucken. Weil man muss sagen, das ist mein Fazit. Es sieht so gut aus, wie vorher versprochen. Und das ist auch selten, dass du da nicht so ein Downgrade-Moment spürst. Also diese Horden an Gegnern, die da so angeflitzt kamen oder auch am Himmel, diese ganzen Schwärme, das ist einfach beeindruckend. Die schaffen es richtig gut, dass du so in das Kriegschaos so reingezogen wirst. Von daher, ist ein cooles Spiel, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, und dann würde ich auch sagen, ja. An der Stelle machen wir, glaube ich, dann einfach jetzt ein paar Minuten früher Schluss, weil es macht ja tatsächlich dann keinen Sinn mehr. Dann habt ihr früher jetzt gleich eine Home-Episode. Vielen Dank an Steffen, dass du dich von zu Hause zugeschaltet hast. Sehr gerne. Und danke an Simon, dass du hier an meiner Seite saßt. Und ich würde sagen, liebe Leute, danke an euch, dass ihr zugeschaut habt. Und bleibt unbedingt dran, denn jetzt folgt eine fantastische Ausgabe RBTV Home. Bis gleich, liebe Leute. Ciao, ciao.